Dann habe ich überhaupt einen Ton eingeschalten. Kurz mal schauen. Ja, da ist der Ton. Und überall hängt Gekabel hier. Ha. Ja, aber auch das ist gar nicht so schlimm. Jungs und Mädels, liebe Freunde des etwas heißeren Bastelwahns. Heiser nicht, weil das Erscheinungsbild des Schweikopfes unglaublich sexy ist, sondern weil seine Stimme momentan immer noch so ein bisschen versagt. Das Wochenende war vielleicht doch ein bisschen härter als gedacht. Prost und schön, dass ihr mit dabei seid. Und liebe Kiki, sorry, dass ich gestern Zahnweh hatte, vorgestern im Arsch war und erst heute wieder streamen kann. Liebe Admine, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gehört, du bist wieder auf dem Weg der Besserung und freue mich, dass du mit dabei bist. Der Joe schafft es auch, endlich mal wieder live dabei zu sein. Wir haben Dinge vor. Ja, Dinge ohne Ende. Der Frosch im Hals krächzt noch vor sich hin. Aber mal schauen. Zum Einstieg in diese Kunst, das Bemalen von 3D-gedruckten Bauteilen, frage ich mich bei einem 200%igen Skalierung Banshee an. Das wird gerade auf meinem Anycubic. Ja, dann mach's mal einen Banshee. Sherry. Sherry Lady ist einfach schon seit 6 Monaten dabei. 6 Monate und ein Tag. Weinen wir das neue Icon ein. Die Sherry ist die erste. Sehe ich auch gerade, die einen gelben Schraubendreher hat. Wahnsinn! Sherry, danke dir für deine Unterstützung. Liebe Leute, ich hoffe, ich bin euch nicht zu sehr abgegangen und wenn ja, ich hoffe, es war nicht allzu tragisch. Aber jetzt ist es mal so, dass wir Richtung Ostern zusteuern und da müssen wir ein bisschen was machen. Michael, auch dir, Dankeschön, du bist auch jetzt schon seit 5 Monaten dabei. Liebe Leute, ihr schreibt wahrscheinlich wie die Abartigen, was toll ist, was schön ist. Füllt den Chat mit Fragen, mit Antworten auch. Ihr könnt euch gegenseitig auch Beantwortungen stellen. Aber wichtig, wenn ihr irgendwas mir gegenüber zu sagen habt, schreibt @Matthias Schweighofer live. Poppt das bei mir rot hier auf und ich kann das unter den ganzen anderen Thematiken hier ein bisschen rausfischen. Was unglaublich fein ist. Beziehungsweise Kiki macht jetzt gerade, die schreibt gerade @Alexandra. Eine gute Besserung, so könnt ihr untereinander so ein bisschen schreiben. Was haben wir denn alles vor? Naja, das Wochenende ist irgendwie Ostern. Und wir haben nicht jetzt, ja, wir haben viele Ostersachen in letzter Zeit gesammelt auf Insta, auf Facebook bzw. bei uns im Discord gibt es eine eigene Rubrik, wo man dann im Prinzip seine Oster-3D-Drucksachen reinposten kann. Hajo, Olli, Alter. Ihr macht mich fertig. Ich glaube, ich werde irgendwann mal nach einer Stunde Stream heute kein Wort mehr rausbringen. Vielen Dank, Leute. Da könnt ihr auf jeden Fall auf diesen zwei Plattformen eure 3D-Drucke reinstellen, die ihr cool findet, wo ihr sagt, hey, das ist eine geile Datei, als bestes Ostergeschenk zum Verschenken oder zum Verstecken oder was auch immer. Andererseits haben Kiki, der Micha und ich beschlossen, wir machen endlich mal wieder eine fette Ausschreibung. Eigentlich einen Contest. Wir machen einen Contest. Genau. Und in diesem Contest soll es aber mal nicht darum gehen, dass ihr irgendwas 3D designt, wie zum Beispiel das Art-Live-Schild, zum Beispiel, was wir gemacht haben, oder das On-Air-Schild, sondern wir wollen eure Malkenntnisse bzw. eure Mal-Skills mal so ein bisschen rauskitzeln. Michael, du bist auch mit einem gelben Schraubenzieher. Wunderbar. Freue mich. Wir haben eine Datei gefunden, die sieht so aus. Na, komm. Die ist jetzt noch nicht ganz fertig. Das ist der ultimative böse Monsterhase. Wir wollten irgendwie eine coole Datei haben. Die hat auch so einen Zauberstab in der Hand. Ein bisschen erinnert sie mich so an die Ratte von den Turtles. Ja. Den kann jeder kostenlos unter den Link, den Kiki hier gleich reinhaut, runterladen und drucken. Fragt mich jetzt nicht, in wie viel Prozent ich den gedruckt habe. Ich habe den halt einfach nur x-beliebig gemacht. Der ist geschätzt 17 cm hoch. Wollen wir es messen? Klar, wir messen es. Und dann kann ich es euch ganz genau sagen. Ah, schauen wir mal, ob mein inneres Maßband mich hier jetzt nicht total... Ey, seht ihr? Seht ihr, wie viel Zentimeter? 16,8 cm. Nein, ich bin noch nicht ganz unten. 16,9 cm. Ich habe 17 gesagt. Komischerweise weiß ich, wie lang 17 cm sind. So, österreichischer Durchschnitt.
Der Thorsten würde es in 800% vergrößern. Ja, kannst du gerne machen, wenn du so einen großen Drucker hast. Hau raus. Uns geht es nicht darum, wie ihr das Teil druckt. Uns geht es nicht darum, wie groß ihr es macht. Es geht nur darum, wie ihr es bemalt. Und dass es da verschiedenste Möglichkeiten gibt, und deswegen wurde auch dieses Modell ausgesucht, ist natürlich dahingestellt. Jeder kann machen, was er will. Er kann mit verschiedensten Techniken, mit Öl, mit Pigmenten, mit Buntstiften, mit Filzstiften, mit Acrylfarben. Überrascht uns. Ihr könnt das mit Stoff überziehen. Ist uns total egal. Es geht um eine kreative, coole Gestaltung und vor allem eine schöne Ausarbeitung von diesem kleinen Häschen. Das ist auf jeden Fall das, was wir haben wollen. Das dürften 500% bei dir sein. Ja, die Datei selber ist relativ klein, wenn man sie reinsieht. Das stimmt, ja. Meine ist, glaube ich, 400%. Alter, Gott, da habe ich schon wieder was angezettelt hier. Oh, der Frosch im Hals ist geil. Ellie meint, gehörst du zum Durchschnitt oder liegst du da runter? Ich bin immer Außenseiter gewesen. In welche Richtung, sage ich jetzt nicht. Aber ihr müsst nur mal eine Walking-Show sehen. Da könnt ihr ungefähr abschätzen, wenn ich den Kill-Tape, ob Durchschnitt oder nicht. So. Ich möchte mit euch das Ding heute bemalen. Und zwar nicht, damit ich euch zeige, wie ich es bemalt haben möchte, sondern damit ich vielen die Angst nehme, dass das Ding furchtbar schwierig zum Bemalen ist, was es meines Erachtens nach nicht ist. Und ich habe schon gelesen, der eine oder andere sagt, das wird viel aufwendiger, als ich mir gedacht habe. Blödsinn. Ich habe das Ding, wie gesagt, in 17 cm gedruckt. Ich denke, wir werden es heute fast fertig malen, in ungefähr 1 bis 2 Stunden. So schaut's aus im Hexenhaus. 400% sind ca. 13,5 cm. Okay, 600% sind dann 17. Okay, das war dann mein Fehler. Ich wusste nicht mehr genau, wie groß das Ding ist. Live hat einfach mal 5 Mitgliedschaften rausgehauen. Nochmal. Da grinst sich schon. Ich habe ein paar Modifikationen an dem Ding gemacht. Aber die will ich euch gleich sagen. Erst noch ganz kurz lesen. Ich bemale den zweiten. Darf ich beide einreichen oder nur einen? Ihr könnt beide einreichen. Das Ganze läuft so. Wir haben noch nicht veröffentlicht, was es zu gewinnen gibt. Das werden wir am Freitag machen. Einsendeschluss ist der Samstag. Samstag, Kiki, schlag mich tot. Ich glaube, 18 Uhr haben wir gesagt. Samstag 18 Uhr ist Einsendeschluss. Ihr postet bitte eure Fotos von dem Teil, möglichst detaillierte Fotos, könnt auch 2, 3 Fotos nehmen und in einen Beitrag posten. Entweder auf Facebook in der Bastel-Wastel-Gruppe, in den Beitrag, den ich verfasst habe, oder bei uns in den Discord rein. Beide Links kommen jetzt gleich nochmal. Wir müssen hier einen Mu raushauen, hat man mir gerade gesagt. Okay, da kommt jetzt mal ein Mu. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das nächste Mehr kommt bei 500. Wobei 500 werden wir heute wahrscheinlich eher nicht schaffen. Ihr postet eure Bilder. Wir haben dann im Prinzip knapp 12 Stunden Zeit. Und am nächsten Tag, am Sonntag, werden wir dann in einem... Also Micha, Kiki und ich werden uns die schönsten 3D-bemalten Objekte aussuchen. Und wir werden sie dann mit euch gemeinsam prämieren. Denn das ist ja möglich. Ihr könnt hier mit Hilfe von einem Auswahlverfahren eure Stimme abgeben. Und so suchen wir uns die Top 3 raus. Und dann werdet ihr im Prinzip den oder die Beste küren. Und die oder derjenige gewinnt dann echt was. Wir haben eine schöne Sache zusammen, also wir haben viele Sachen zusammen gesammelt. Und da ist was Selbstgemachtes von meiner Seite dabei. Der Micha steuert was bei. Also komm, wir wollen es noch ein bisschen spannend machen. Aber so soll auf jeden Fall das Ganze hoffentlich Motivation genug sein für den einen oder anderen zu sagen, komm, den kleinen Hasen hier, den drucke ich mal, den male ich mal. Habe ich was verpasst? Ein Mäh? Nein, ein Mu hast du verpasst. So. Wie habe ich das Ding jetzt gemacht? Ich habe es mal, und das rate ich euch auch, falls ihr das selbst drucken wollt, ich habe es mit einer Layerhöhe von 0,16 mm gedruckt. Damit bekomme ich die schönsten oder sehr schöne Details raus. Man kann es natürlich auch in Resin drucken. Wenn man einen Resin-Drucker hat, ist das durchaus ein Modell, was schön in einem Resin-Drucker zu machen ist. Wichtig dabei ist mindestens 2, eher 3 Wandstärken, 10-15% Infill. Das Ganze nicht zu schnell drucken, dass euer Drucker auch die Zeit hat, das Ganze im Prinzip wunderbar aufzuschmelzen. Was sagt Kiki mit Zwischenstände?
Und eine große Bitte, bitte postet unter dem Gewinnspiel keine Zwischenstände, nur eure Fertigwerke gehören dahin. Somit erleichtert ihr uns das Zusammentragen der Werke. Genau, bitte. Der Micha steuert wohl keine Rumkugel dazu. Rumkugeln würde der Micha nie hergeben. Okay, das Ganze wurde bei mir jetzt in grauen PLA von Bavaria gedruckt. Das ist im Prinzip dieses PLA, was ich eigentlich ständig verdrucke für solche Figuren. Ich habe mir jetzt ein doppelseitiges Klebeband unten ran gemacht, damit ich das hier auf diesen kleinen Ständer montieren kann. Dieser Ständer, der ist eigentlich von der Firma Citadel, damit man kleine Miniaturfiguren malen kann. Das ist nur angenehm, weil dann pappt man nicht ständig mit seinen Fingern auf dem Modell, sondern kann es drehen und wenden, wie man möchte. Ich habe mir da einen Magneten unten ran geschraubt und ebenfalls eine Beilagscheibe einfach überall, wo ich das Ding mal kurz abstellen möchte, damit es nicht umkippt, habe ich mir das einfach hier mal rangemontiert. Dann die zwei Teile ebenfalls mit Baumstrukturen, also der ist auch mit Baumstützstrukturen gemacht, die zwei Teile auch. Bei mir in dem Fall Alexander, vielen Dank. Die untere Seite ist nicht so sauber geworden, da könnte man vielleicht ein bisschen anders agieren. Wahrscheinlich wäre es auch schön, die Hand so zu drucken, anstatt so, ich habe sie so gedruckt, aber ich wollte es heute einfach nur raushauen. Der Stab wurde so auf der Druckplatte gedruckt, ebenfalls mit Schnittstrukturen. Und dann kam das Ganze wunderbar raus. Ich habe mir ein kleines Loch gebohrt, damit ich zum Lackieren und dann auch zum Bemalen die Teile frei habe. Ich klebe sie nicht jetzt schon dran, sondern ich werde sie erst bemalen, dann erst dran kleben, dass ich hier auch an die ganzen Details noch rankomme. So möchte ich das Ganze im Prinzip haben. Genau. Zählt vergolden auch zu bemalen. Alles, was ihr macht, damit es in irgendeiner Form schön aussieht, ist cool. Wunderbar. Wenn ihr irgendwas Spezielles gemahlen habt, irgendwelche Spezialtechniken, dann schreibt sie uns bitte in euren Beitrag dann auch rein. Das ist wichtig. Wir können uns nicht anhand von Bildern alles aus den Fingern sagen, was ihr da gemacht habt. Aber es wäre interessant, wenn irgendwas dabei ist, was wir vielleicht gar nicht am Schirm haben, haut es mal raus. Grüß dich, du hörst dich schlimm an. Ist das Mel from Hell ausgelaufen? Tee und Honig? Nee, es ist halt einfach nur ein Wochenende fette Walking Show und dementsprechend bin ich ein bisschen heißer. So, ich habe vom Toni zu meinem Geburtstag, Toni ist ja unser Bavaria-Toni, der uns immer die 10% gibt, wenn es um Filament geht, ein riesengroßes Set an Malfarben geschenkt bekommen und ich möchte die heute mal intensiv einweihen. Deswegen ist auch hier der große Ständer. So einen Ständer, den bekommt ihr nirgendwo. Ich sag's mal einfach nur so, wie es ist. Außer ihr habt eine Freundin wie ich, die mal bei MAC Kosmetik gearbeitet hat. Bei MAC Kosmetik hatte diese Aufsteller für kleine Proben oder ich glaube für irgendwelche Eyeshadows oder Lippenstifte oder so. Und der wurde entsorgt und ich dachte, Alter, da passen genau meine Farben rein. Jetzt habe ich den hier, sieht toll aus, ist viel zu groß und total unnötig. Aber hier im Stream dachte ich mir, dass jeder denkt, Alter. Genau, nur deswegen ist er da. Eine reine Angabe, so wie jeder Ständer manchmal eine reine Angabe ist. Matthias, kleine Frage. Was ist das für ein Halter von den Farben? Suche, ja eben. Micho, habe ich dir gerade gesagt, ist von MAC Kosmetik. Ich glaube nicht, dass es so etwas online gibt. Ist aus Acrylglas und aus Stahl. Also das Ding ist richtig teuer gewesen, glaube ich. Ich habe es aus dem Müll gezogen. Dank dir habe ich mir jetzt einen neuen Drucker gekauft und es wurde der K1C von Creality. Selber schuld, Sascha. Nee, Spaß. Viel Spaß mit deinem Drucker. Ich habe ein Nagellackregal genommen. Ihr könnt solche Sachen auch selber drucken. Es gibt unfassbar viele Farbhalterungen, vor allem auch für diese, für diesen Durchmesser an Farben, auf Printables, auf Thinkgivers und Co. Findet ihr ohne Ende. So. Analysieren wir mal den Hasen. Dann machen wir hier mal so ein bisschen runter, dass ihr auch ein bisschen mehr seht. Wir haben nicht viel Weiß. Hier unten die Füßchen. Das Teil hier, die Schnauze, die Augen oder die Augenpartie hier. Dann die Ohren. Hier kommen noch Ohren raus. Und hier kommt so ein kleines Hasenpüscheln raus. Das ist das, was, also was Fell ist. Muss ja nicht weiß sein, aber was Fell ist. Der Rest ist ein fetter Mantel mit einer fetten Kapuze. Die Kapuze könnte man theoretisch in einer anderen Farbe machen. Dann Untergewandung. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Ninja. Ich finde das ziemlich geil. Wir haben eine Hose mit Stulpen. Hier ein Gürtel noch, was auch theoretisch gesehen in verschiedenen Farben gemalt werden kann.
Und wenn das wirklich ein Zauberstab ist, wovon ich jetzt einfach ausgehe, könnte der aus Holz sein. Hier oben ein bisschen Gold. Ja, ich habe Gold gesagt. Und nein, ich habe nicht vergolden gesagt. Und die Kugel hier oben. Mal schauen, was wir hier für Farben nehmen. Das wäre ziemlich cool, wenn das eine Komplementärfarbe, also wenn der jetzt in Blau-Grau gemacht wird zum Beispiel, wäre das wunderschön, wenn die Kugel so in Gelb-Orange zum Beispiel wäre. Und ich glaube, damit kann man schon mal starten. Jetzt ist die Frage, mit was starte ich? Starte ich mit der Basisfarbe der Haut, also des Fells? Wahrscheinlich, glaube ich, macht das am meisten Sinn, schlichtweg einfach mal mit weißer Farbe an die ganze Sache heranzugehen. Kurze Analyse. Das Ding wurde mit meinem allerliebsten Primer, und zwar den Fast Finish Car Rally Primer, 6 Dosen für irgendwie 9 Euro oder so, grundiert. Das ist ein Primer, der auch gleichzeitig so eine Art Füller ist. Falls ihr kleine Layer seht auf eurem Druck, sind die mit dem Teil relativ gut weg. Ich meine, ich könnte hier jetzt 30 Mal drüber sprayen, dann sieht man sie gar nicht mehr, weil dann verliere ich sämtliche alle Details. Aber mit dem Primer kann man sehr gut arbeiten. Wäre an und für sich auch, was ein Primer auch ist, eine gute Grundierung. Aber das Ganze wurde noch mit meinem Citadel Basislack, und zwar dem Grazier Lack, grundiert. Damit habe ich eine gleichmäßige Farbgebung auf allen Teilen. Das mache ich jetzt deswegen, weil ich ja hier mit den Speedpainting-Farben von Army Painter arbeiten möchte. Und ich weiß, diese Speedpainting-Farben brauchen Weiß bzw. Grau, ein sehr schönes Hellgrau, als Basiston, damit sie überhaupt funktionieren. Genau. Red Flash, grüß dich. Ja, Tiroler bin ich, so schaut's aus. Der kein Weiß vorbereitet hat, wie immer. Weil ich ja nie Weiß habe. Doch, hier habe ich Weiß, matt-Weiß, okay. Oberste Regel bei meinen Farben, bei meinen Modellen, niemals einen einzigen Farbton pur verwenden. Also ich rede da jetzt eher von Schwarz oder von Weiß. Wenn ihr Schwarz oder Weiß beim Modellen nutzt, mischt immer eine leichte Farbe rein. Und jetzt stellt sich die Frage, ja hey, was für Farbe soll man reinmischen? Ich habe hier mein Weiß mal raus. Ich würde sagen, gebt euch ein bisschen leichten Braunton rein oder so. Nicht viel, das reicht schon. Gerade eine kleine Mischung, damit ihr irgendwas an diesen Weißtönen, seht ihr, das wird jetzt eigentlich so ein Creme, das wird kein Weiß mehr, ja. Aber dadurch, dass es das Hellste am ganzen Objekt sein wird, wird es für das Auge des Betrachters wieder weiß. Und jetzt haben wir vor allem einen Farbton, der sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Form in anderen Farben hier auf diesem Modell widerspiegeln wird. Weil ich wahrscheinlich ein bisschen mit Leder arbeiten werde, das natürlich braun ist, das Geweih oben wird bräunlich wahrscheinlich. Genau, und so mische ich mir in Weiß bzw. auch in Schwarz, wenn ich irgendwelche Schwarztöne habe, diesen Farbton mit rein. Frage, wie soll man denn die Farben lagern, liegend oder stehend? Ist eigentlich komplett irrelevant, solange du sie gut aufschüttelst, bringt aber auch nur was, wenn du eine Metallkugel drinnen hast. In den neuen Farben von Army Painter sind zum Beispiel schon Metallkugeln drin. Citadel hat auch nur bei manchen ihrer Serien Kugeln drinnen. Die gibt es aber im 100er Pack auf Amazon. Findet man ziemlich schnell und leicht. So, ich arbeite jetzt nur mal mit Basistönen. Das heißt, er kriegt jetzt mal einfach so eine kleine helle Fresse. Das ist jetzt auch noch nicht der schönste Pinsel, mit dem ich arbeite. Ihr seht, der sprödet hier in alle Richtungen. Auch nicht wirklich tragisch. Ich versuche nur mal diese Stellen hier grau also die grauen Stellen farbig auszuarbeiten. Leicht anpusten, falls es mal ein klein wenig zu viel Wasser in der Verdünnung war, denn das ist wichtig. Diese Acrylfarben verdünne ich immer. Meistens in einem Verhältnis 2:1, das heißt ein Teil Wasser, zwei Teil Farbe. Dann kommen die A, extrem ergiebig und B, ohne Pinselstriche über das ganze Set drüber. Denn wenn ihr das jetzt hier ohne Verdünnung macht, habt ihr relativ schnell eine cremige Farbe, die euch den Look gibt, dass man die ganzen Pinselstriche am Schluss sieht. Ich werde mir immer wieder eure Kommentare jetzt oder Fragen hier im Chat durchlesen, keine Frage. Aber gebt mir immer so ein paar Minuten. Ich mache hier einfach mal meinen ersten Farbton über alle Elemente drüber. Dann schaue ich mir eure Fragen an, beantworte sie, lasst das Ding trocknen
Und so kommen wir wahrscheinlich relativ zügig mit Fragen, Antworten, Malen hin und her zu einem guten Ergebnis. Und sollte ich mal eine Frage überlesen, was durchaus passieren kann, dann schreibt sie bitte einfach nochmal hin. Und sollte ich sie wieder überlesen, kann es durchaus sein, dass Kiki mich schlichtweg darauf aufmerksam macht, wenn es irgendwas ganz Wichtiges war. Bitte legt den Fokus bei den Fragen heute eher auf Mal. Klar kann es ein bisschen um 3D-Druck gehen, aber wenn es wieder darum geht, wie groß mein Gemächt ist, das haben wir am Anfang des Videos heute schon thematisiert. So. Und ich klinge halt wirklich so, als würde ich synchronisiert werden. Ne? Als würde hier ein Sprecher auf der anderen Seite stehen und sagen, ja Matthias, beweg du nur deine Lippen, ich mache den Rest für dich. Seit mehreren Tagen dasselbe Problem. Egal was ich sage, ich bekomme nur mal so Gekrächze raus. Okay, dann haben wir noch ein Öhrchen und das Puschelchen und dann haben wir mal die Basisfarbe für das Fell gelegt. Wie detailliert ihr am Schluss diesen Hasen dann ausmalt, ist natürlich eure Sache. Es wäre an und für sich möglich, hier einen Basiston in, zum Beispiel in dunkelbraun für das Fell zu legen und dann mit ganz, ganz feinen Pinseln hier wirklich einzelne Härchen reinzumalen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr dann uns für den Wettbewerb auch Fotos liefert, die zeigen, was ihr euch angetan habt an Arbeit. Weil wenn ihr uns da so ein kleines verwackeltes Handybild schickt, dann ist das halt leider Gottes oftmals, gerade mit der Webauflösung, nicht gerade das Detailreichste. Und vielleicht versetzt oder sehen wir viele Sachen nicht, die ihr euch in mühevoller Kleinarbeit dann hier angeeignet habt. Das heißt, bitte versucht, eure Bilder hochauflösend oder zumindest sehr scharf uns dann zu schicken. Dann werdet ihr beim Wettbewerb auf jeden Fall nicht hinten nach sein oder benachteiligt werden, dass ich es rausbekomme. So. Bei diesen Farben, die ich jetzt gleich verwende, werden wir oder müssen wir relativ genau arbeiten. Denn alles, was ich jetzt drüber ausmale, wird sich bei diesen Speedpainting-Farben ein klein wenig wahrscheinlich bemerkbar machen. Gut, dann lesen wir mal, was ihr alles so von mir wollt. Ilan, grüß dich, kleiner Bastler. Servus, danke für deine Unterstützung. Gehen wir mal hoch. Der Hase sieht aus wie ein Ewok von Star Wars. Ja, ich habe da einige Assoziationen dazu. Ich finde den ganz cool eigentlich. Welchen Durchmesser haben denn die Stahlkugeln? Ich schaue dir kurz nach. Das ist relativ schnell erklärt. Ich glaube, das sind 4 mm. Ich habe mir da einfach mal ein Gläschen voll gekauft. Oh, das sind sogar 5,5 mm. Also sagen wir mal so, je schwerer sie sind und je größer sie sind, du musst sie halt noch in den Pottich reinbekommen, umso eher schaffst du es da relativ schnell, deine Farben aufzuschütteln oder deine Pigmente raufzuschütteln. Dann ist das eigentlich alles ganz cool. Ich habe das hier, das ist ein Farbenaufschüttler. Den habe ich von der Community geschenkt bekommen. Das hilft dann abermals noch, ohne dass man jetzt die ganze Zeit sich eine Sehnenscheidenentzündung beim Schütteln hier bekommt. Ihr Männer wisst, woher das kommt. Farbenaufschüttler ist eine coole Geschichte. Voll geil, ist ein Gamechanger. Bin gespannt, wie du die Ohrringe am Hasen anmeißt, ja. Philipp, nein, du hast falsch gehört. Ich habe ein zartes Stimmchen, ja, momentan. Julian fragt, woher ich das ganze Know-how habe. Ich habe kein Know-how. Ich habe nur ausprobiert. Und ich habe mir viele Videos angesehen. Vielleicht da. Ja, man muss Erfahrung sammeln, indem man es selber macht. Und es ist halt, ich habe eine Kunstschule besucht. Da habe ich zwar sowas nie gelernt, aber da habe ich so Basiswissen über Farben und so mir angeeignet. Daher kann so ein bisschen Know-how stammen, das stimmt. Damit es schneller geht, föhne ich jetzt einfach mal alles leicht durch.
Vielleicht finde ich nach dem heutigen Stream die Speedpainting-Farben doch geil. Ich bin auch gespannt. Roland fragt, ob es dem Zahn wieder gut geht. Ja, ich war gestern beim Zahnarzt. Die meinte, also meine Zahnärztin meinte, wir müssen dringend diesen einen Zahn hier reparieren. Der tat nicht weh. Da war nichts Schlimmes. Danach tat er weh und danach war es schlimm. Aber ein Tag Schmerzen und dann ging es wieder. Es war gestern etwas unerträglich, sagen wir es mal so. Ich habe ohne eine Proxen es nicht geschafft, gestern einen ruhigen Schlaf zu finden. Heute in der Früh schmerzfrei und holla die Waldfee. Also wirklich, ich habe heute keinerlei Probleme mehr. Gestern war es einfach nur noch ein bisschen böse. Aber mal. Wir haben den Termin extra so gelegt, dass ich lange nach dem Zahnarzttermin keine Show habe, weil die nächste Show ist erst kommende Woche. Und somit haben wir gesagt, kein Stress. Dann darf es auch gerne mal ein bisschen gebohrt werden bei mir. Warum auch nicht? So. Ich versuche jetzt hier noch mit äußerst verdünnter Farbe die letzten Striche hier, die ich mit dem Pinsel hier reingezogen habe, noch zu überarbeiten. Und muss jetzt ganz kurz meinen Druck hier hinten pausieren, weil da aber das Filament gerade aufgebraucht wurde. Na komm, mach Pause. Ja. Hört ihr denn eigentlich? Auf dem ist immer noch die alte Version drauf, da ist noch kein Update drauf. Die Frage ist nur, ob ihr den Drucker noch hört. Weil bei den letzten Streams hat man mir gesagt, den hört man schon ganz gut durch bei dem Mikro. Das Schnäuzlein noch schnell. Ja, sagt man deine, nein, sagt andere. Okay, kein Stress. Jetzt habt ihr ihn gehört, oder? Der hat gerade tierische Probleme, weil das Filament sich verkeilt hat. In meiner Rolle. So, aber jetzt. Dann druck doch, wenn du willst. Okay. Jetzt steht er auf Pause, genau. Liegt wahrscheinlich am Alter. Am Alter meines Druckers oder an deinem Alter? Gut. Nächste Basisfarbe wäre dann auf jeden Fall, ich würde von unten nach oben machen. Ich glaube, ich mache das Teil hier. Und da schwebt mir eigentlich so ein schönes Türkis und Ultramarinblau irgendwie vor. Mit einer weinroten Schärpe. Vielleicht ist das toll. Vielleicht ist es auch kompletter Schwachsinn. Wir werden es ausprobieren. Was haben wir denn hier? Magic Blue. Oder Beewolf Blue. Ich bin eigentlich ein Verfechter von zu starken Farben. Pastell Indigo, Gott. Holla die Waldfee, bist du eine hässliche Farbe? Ja, mal schauen. Oh, die Kiki haut einfach mal eine Umfrage raus. So, dann schauen wir mal, wie diese Speedpainting-Farben hier arbeiten. Mama mia. Das sieht ja richtig bescheiden aus. Die eine Farbe war nämlich noch keine Speedpainting-Farbe, sondern eine normale Acrylfarbe. Wird das eine nasse Nass-Technik, damit ich alles gut hinbekomme? Speedpainting-Farben sollen an und für sich mir das Arbeiten erleichtern, indem sie so eine Konsistenz haben, dass sie einerseits deckend sind, was hier jetzt nicht wirklich der Fall ist. Schaut mal, das sieht alles nur so gestriffen aus. Andererseits soll diese Farbe in alle Zicken und Kanten reinrinnen, um dort dunkle Farbstellen zu erzeugen, damit mein Objekt schlichtweg einfach ein bisschen dreidimensionaler wird. Meine Fresse, das ist eine Farbe, die mir gar nicht gefällt. Ich brauche ein bisschen Magic Blue, glaube ich.
Oh, da kommt gerade ein richtig geiler Tipp. Mach die Hände doch lieber direkt mit, sonst hast du danach unterschiedliche Farben. Jein. Ich meine, jetzt bin ich mit Blau rein. Jetzt habe ich definitiv unterschiedliche Farben. Meine Fresse, jetzt schauen wir, ob ich da noch ein bisschen rundherum Farbe aufnehmen kann. Danke für den Tipp, hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich die Teile ja eigentlich auch separat, damit ich sie gleich mitbemalen kann. Voll vergessen. Der Hase hat was von dem Wolperding. Ihr Wolperding, genau, aber das kennen die Deutschen, glaube ich, nicht, oder? Oder wisst ihr in Deutschland, was ein Wolperding ist? Das ist so ein Sagentier bei uns in Österreich. Also ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland irgendwie, vielleicht in Bayern oder so, ist das noch aktuell. Aber das ist so eine Kreuzung aus allen Waldtieren, die es irgendwie bei uns gibt, gefühlt. Logo, okay. Okay, die wissen das alle. Dann ist es vielleicht ein deutsches Sagentier und ich habe es einfach nur in die österreichische Sagenwelt mit reingehauen. Kann natürlich auch sein. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe hier hinten so eine Holzstange mit Löchern gebohrt. Da stehen jetzt meine Teile hier drinnen und die trocknen jetzt vor sich hin. Wolperdinger sind urbayerisch. Wolperdinger, okay. Ich probiere wieder auf Blau zu malen. Hab diesmal aber hoffentlich ein schöneres Blau erwischt. Finde ich diese Farben gut? Momentan noch nicht. Ich frage mich, ob ich saugfähige Farben benötige. Seht mal an, das sieht aus wie Kindergarten. Das ist alles nur nicht gut. Wo kann man die Farben denn am besten kaufen? Ich weiß nicht, ob ich sie dir momentan wirklich empfehlen werde. Vor allem, das gibt's ja gar nicht. Schau mal, die pellt sich ab von meiner Grundierung. Ich kann die richtig... Die trockene Farbe kann ich abreiben. Ja, das ist ja fix lauter Schaß im Wald. Das ist einfach scheiße. So. Dann weiß ich nicht, was ich mit den Farben vom Toni jemals machen werde. Aber ich weiß, die kommen heute mal nicht ins Spiel. Außer ich mische sie so ein bisschen mit normalen Acrylfarben. Aber von meiner Seite aus wird das Ganze jetzt mit normalen Acrylfarben gemahlen. Und dann malen wir zum ersten Mal heute auf einer komplett grauen Oberfläche. Normalerweise zeige ich euch immer, wie man von schwarz ins Farbige malt. Heute malen wir mal das Ganze comic-mäßig. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass auch mal was nicht hinhaut. So seht ihr mal, dass bei mir auch nicht alles perfekt läuft. Ich habe die Farben noch nie wirklich intensiv getestet. Habe auch schon fast beschlossen, sie nur zum Tönen und Waschen zu verwenden. Das würde für mich jetzt aktuell mehr Sinn machen, sie am Schluss vielleicht für Übergänge oder so zu nutzen. Denn jetzt aktuell sage ich mal, nee. Vor allem die Rinne mir, schaut mal, der Fuß ist eigentlich schon ausgemalt und da rinnen die Teile jetzt rein und sehen wirklich bescheiden aus. Und mit einer normalen Acrylfarbe, die einigermaßen schön verdünnt ist, kann ich wirklich schöne Kanten zeichnen, ohne dass sich das Teil hier jetzt überall Nasen bildet. Voll geil. Vorher schreibt einer noch, Alter, woher hast du die ganzen Skills? Und jetzt schaut mich an, wie ich hier rumtümpel mit Farben, die nicht funktionieren. Und der arme Toni, einen Haufen Geld ausgegeben und am Ende des Tages mir Farben geschenkt, mit denen ich nicht zufrieden bin. Toni, falls du zuschaust, ich hoffe, ich finde noch andere Lösungen, wie man die gut verwenden kann.
Aber einen Vorteil haben wir jetzt. Jetzt kann ich hier natürlich mit den Farbtönen relativ grob arbeiten. Denn ich weiß, sämtliche andere Farben sind deckend. Und wenn ich mich jetzt hier ein bisschen vermale, wäre das gar nicht so schlimm. Da kann ich wieder drüber gehen. Ist überhaupt kein Problem. Wie nett. Kiki, ich habe gerade von meiner Mama eine SMS bekommen mit der Frage. Wie geht's, Kiki? Wie nett. Ich muss meiner Mama kurz antworten. Meine Mama wird immer geantwortet. Grüß die Mama Mia. Wir sind gerade live und der Kiki geht's gut. Die hat ja die Operation verschoben gekriegt, weil sie krank war. Aber jetzt ist sie wieder einigermaßen gesund. Und der OP-Termin ist einfach ein bisschen nach hinten verschoben worden. Aber wir sind gerade live, also falls du auf YouTube reinschauen willst, bist du herzlich eingeladen. So. Speedpaintings eignen sich nur mit schwarz grundiert, dann grauer Drybrush, dann weißer Drybrush und dann klappen die, zumindest in den Tutorials. Ich habe es auch schon auf weiß gesehen und auf grau. Ich muss in dünnen Layern arbeiten und zwischentrocknen, also nichts für einen Livestream, wo man einfach mal sagt, hey, wir malen jetzt einfach mal schnell. Ganz im Ernst, ich sehe es als Herausforderung an und sage, okay, dann versuche ich halt, diese Farben kennenzulernen und verschiedene Techniken auszuprobieren. Nur jetzt, gerade in unserem Stream, macht es keinen Sinn, wenn ich hier jetzt rumteste, um am Schluss dann festzustellen, dass das nicht gut wird. Interessanterweise können mir aber die ganzen Leute, die sich mit den Speedpainting-Farben hier jetzt mal auskennen, sagen, warum auf einer Zitadell-Grundierung die Speedpainting-Farben nicht halten. Sich wirklich abpellen, wie eine zweite Haut. Das ist ziemlich kacke. Ziemlich. Und schon kommt der Dialekt durch. Ja, glaubst du wirklich, dass ich mit meiner Mama Hochdeutsch redet, nur weil ich es mit euch mache. Warpaints sind Acrylfarben, ja. Sind sehr gute Farben. Die Warpaints sind wirklich gut. Muss man eigentlich Acrylfarben immer verdünnen? Musst du nicht. Meine Mama schreibt gerade, danke, aber Türkei gegen Österreich. Anscheinend gibt es heute ein Fußballspiel. Und ratet mal, wer anscheinend ein Fußballfan ist? Meine Mama. Die zieht ein Fußballspiel Türkei-Österreich, wo Österreich sowieso verliert, einem Livestream vor. Also, na. Mutterherz, wir müssen da noch dringend quatschen. Diese Farben, die ich jetzt hier nutze, das sind jetzt von Vallejo die Model Color, Acryl Colors heißen die. Die sind in diesem Warpaint-Kasten drinnen. Großartige Farben sind eher so erdige Grün- und Brauntöne. Damit kann man wirklich gut arbeiten. Sind die Speedpainting nicht auch auf Acrylbasis? Das stimmt, das sind sie. Aber auf sehr verdünnter. Und sozusagen, also man muss dazu sagen, nicht nur verdünnt, sondern die haben eine ganz eigene Mischung. Da ist noch irgendwas, so eine Verdünnung drinnen, was ich nicht weiß, was es genau ist, die im Prinzip das Ergebnis erzielen, dass sie sich eben in diese Sicken verlaufen. Danke, Mike. Das lasse ich jetzt so stehen, aber nur, weil wir gerade alle lustig sind, ja? Normalerweise kommt über meine Mama nichts hier. Ich wollte es in Purple machen jetzt, aber ich glaube, wenn ich alles in so grün-braun-Tönen halte, wirkt das, glaube ich, ganz gut. Und auch hier ist es wieder so. Erstmal nur die Basis malen. Jeder Farbton ist im Prinzip vollflächig und noch weit entfernt von fertig. Ja? Ich decke jetzt hier über die gesamten Fehler drüber, die ich gemalt habe. Achso, ihr seht gar nichts, verdammt.
Ich decke hier über die ganzen Fehler, Entschuldigung, drüber. Und versuche mit schönen, sauberen Pinselstrichen alle Kanten schön auszuarbeiten. Ich lese mir dann 2-3 Minuten, was ihr so schreibt. Beantworte, sofern ich es kann, eure Fragen. Mit dieser Halterung ist das echt angenehm. Ihr müsst jetzt nicht euch unbedingt von Citadel so eine Halterung kaufen, die sind relativ teuer. Ein ganz normaler Korken reicht zum Beispiel auch. Bisschen Superkleber drauf oder doppelseitiges Klebeband, so wie ich es jetzt gemacht habe. Oder auch schlichtweg einfach nur ein Stückchen Holz. Klappt wunderbar und dann habt ihr wirklich einen schönen Griff, an dem ihr das Ganze festhalten könnt und drehen könnt. Ich stütze meine Finger zwar immer noch am Objekt ab, das liegt aber einfach in der Technik, wie ich gerne male, dass ich immer versuche, einen Finger irgendwo stabil am Objekt zu haben. Aber so kann ich halt sehr, sehr saubere Striche malen, ohne dass ich die ganze Zeit hier ausbessern muss. Aber bei Ausbessern, wenn ihr irgendwo einen Fehler habt, wie ich hier zum Beispiel, sofort ins Wasser rein und versuche mit einem wässrigen und am Schluss mit einem trockenen Pinsel diese Farbe wieder weich zu machen. Und dann könnt ihr diese Fehler hier wieder schön austarieren. So, lassen wir das kurz mal trocknen. Das war das Einzige, was hier grün ist. Und ich lese mal kurz, was ihr so an Fragen habt. Eine Frage in die Runde an die Bambolet-Besitzer unter euch. Druckt ihr PLA mit geschlossenem Gehäuse oder öffnet ihr den Deckel? Ich mache immer zu. Immer. Vor allem, weil ich mit Coldplate-Platte drucke und dementsprechend sowieso keine Hitze entsteht. Schweighofer, hab mir das Warpaint Air Megaset gekauft. Kann man das zum Malen auch nehmen oder nur Airbrushen? Natürlich kannst du zum Malen auch nehmen. Es sind nur sehr verdünnte Farben. Das ist das Einzige, dass sie halt gut durch die Düse der Airbrush-Pistole kommen. Wie schaffst du es, so scharfe Kanten zu malen? Das ist eine Frage, die ein guter Pinsel. Werner, vielen Dank für deinen Sticker. Danke. Gut, ihr beantwortet eh schon gegenseitig die Fragen, aber wenn ich gerade eine sehe, beantworte ich sie auch. PLA muss ich immer offen lassen. Warum? Warum? Was passiert, wenn du es geschlossen hast? Heute mal im Ernst. Ich habe dem Manuel heute versprochen, der ist vom Ötztaler Moped Marathon, dass ich aus den Bechern, die ich für sie designt habe, heute ein Bierchen trinken. Und das mache ich hiermit. Manuel, Prost an dich, der Biersponsor des heutigen Abends. Dann lassen wir auch hier so ein bisschen im Bild stehen, okay? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Bei PLA habe ich auch immer geschlossen. Ich habe immer zu. Kein Dosenbier mehr heute nicht. Gut, dann wandern wir wieder an den Unterrock. Also, ich gehe mal davon aus, das ist eigentlich dieselbe Farbe, aber ich möchte das hier doch in ein bisschen einen anderen Farbton malen. Und zwar schnappe ich mir das Grün des Gürtels und mische es mit dem Türkis der Tunika und bekomme dadurch jetzt einen Farbton, der eigentlich ein anderer ist, aber eine Mischung aus beiden ergibt, die sonst am Gürtel oder halt am Bauch getragen werden. Und das sind so Techniken, die versuche ich immer. Also diese drei Farben passen immer zusammen. Es geht gar nicht anders, weil sie aus denselben Farben entstehen oder entstanden sind. Dann hier hinten kann man auch das Teil weitermalen. Dann hat er noch eine Hose, sehe ich gerade, und Stulpen. Ja, mal schauen, wo wir hinkommen. Auf der Seite ist nichts. Oh, da habe ich mich ein bisschen vermalen, ist nicht tragisch. So, dünnerer Pinsel her und weiter geht's. Die Coldplate liefert Bambu leider nicht mehr mit.
Ich glaube, die habe ich sogar. Musste ich die mitbestellen? Ich habe mir auf jeden Fall die Cold Plate geholt. Einmal habe ich sie auf jeden Fall bestellt. Ich weiß nicht, einmal war sie dabei, glaube ich, einmal habe ich sie bestellt. Weil es schlichtweg eine richtig gute Geschichte ist, auf einer kalten Platte zu drucken. Und weil es halt einfach auch bei langen Drucken eine riesen Energieersparnis ist. Ganz einfach. Die Pinsel, die ich hier übrigens nutze, das sind jetzt ebenfalls Army Painter Pinsel. Da habe ich ein Set davon. Das weiße Army Painter Pinsel Set. Und da ist ein Marderhaar Pinsel dabei. Das heißt, ein ganz, ganz, ganz feiner Pinsel. Kiki, kannst du mal reinposten, das Set. Ist ein super Set, gerade wenn ihr mit Miniaturmalen anfangen wollt. Da habt ihr eigentlich die perfekte Auswahl an Pinseln. Ich kann die tolle Mischpalette von Kiki gar nicht mehr sehen bei dir. Die tolle Mischpalette. Was meinst du mit toller Mischpalette? Wenn die Betttemperatur über 40 Grad ist, ist es bei mir schon mehrmals passiert, dass der X1C kein Filament mehr fördert, aber trotzdem weiterdruckt. Was hat die Betttemperatur mit dem Drucken zu tun? Du meinst bei der ersten Schicht oder was? Er meint den Bastel-Wastel-Pinselpool. Was du designt hast, was jetzt in der Bastel-Wastel-Gruppe ist. Das Teil meinte, oder was? Das habe ich noch gar nicht gedruckt. Leute, ich war auf Tour. Ich habe das gar nicht. Ihr seid so schnell. Ich habe da keine Zeit gehabt. Sollte man eher von dunkel ins helle malen oder umgekehrt? Das hängt ganz von dir ab und von der Maltechnik, die du machen möchtest. Ich male heute oder jetzt vom hell ins dunkle. Und ihr werdet sehen, wie das Ganze jetzt diesmal funktioniert. Bei den anderen Figuren, die wir gemacht haben, ist es andersrum gewesen. So, auch hier wieder. Das Braun wird angemischt mit ein bisschen was von dem Türkis. Damit die nächste Farbe, die jetzt hier reinkommt, eben erneut ein Grünbraun ist. Und so bekommen wir so ein klein wenig diesen Robin Hood Farblook. Alles in diesen erdigen Farben. Blau ist die einzige Farbe, die intensiv ist, bis jetzt zumindest. Und auch wenn ich mir so einen Farbton eigentlich nie anmischen würde, weil ich ihn hier drinnen eigentlich ziemlich hässlich fände, auf der Figur sieht er dann ganz gut aus. Wie lange halten denn die Army Painter Farben? Du meinst bei mir? Oder ob die ein Ablaufdatum haben? Also ich kann beide Fragen beantworten. Bei mir halten die Farben unterschiedlich lang. Es gibt schlichtweg einfach Farbtöne, die ich schnell aufbrauche, und es gibt natürlich auch Farben, die ich fast nie benötige. Also gerade die Rot- und Orangetöne sind bei mir zum Beispiel, oder auch die Gelbtöne, meistens Farben, die ich fast nicht benötige. Ob sie ein Ablaufdatum haben? Nee. Ich habe hier Farben, auch von Citadel, die sind schon 6-7 Jahre alt. Wenn sie gut luftdicht verschlossen sind und man sie ab und zu mal aufschüttelt, halten solche Farben eigentlich ewig. Ah, die Army Painter Pinsel. Ich habe die jetzt 6 Monate, 7 Monate, mal viel damit und behaupte einfach, ja, ich habe einen Pinsel, das ist der schräge Gustav, das ist der hier, der sprödet so ein bisschen auf. Mit ein bisschen Pinselseife kriegt man den wieder einigermaßen hin, aber ich glaube hier in dem Pinselschaft, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Schaft, da ist ein bisschen Farbe zurückgeronnen und deswegen splittet er auf. Kann auch an der falschen Handhabung meinerseits gelegen haben, weil ich den schon ein-, zweimal vergessen habe auszuwaschen. Den verwende ich für große Stellen, aber zum Beispiel der hier, der ist jetzt gerade frisch aus dem Pinselwasser raus, der ist tipptopp im Schuss. Der hat wirklich eine schöne Spitze, ebenfalls eine schöne Spitze. Also die Pinsel selber, du kriegst hier alle Größen und Verhältnisse. Es sind sogar ein paar kleine Borstenpinsel dabei, die leicht schräg angesetzt sind.
Mit denen kannst du richtig gut arbeiten. Ist ein angenehmes Pinselset und ich dachte am Anfang, ja, brauche ich jetzt extra von Army Painter Pinsel? Nee, brauche ich nicht. Ich kann sie einzeln oder im Set auch woanders kaufen. Nur da sage ich, wenn ihr was Vernünftiges haben wollt, das ich erprobt habe, wo ich sage, da lege ich meine Farbe ins Feuer, dann ist es das. Hast du das mit dem Glätten hinbekommen? Nein, weil ich das einfach noch nicht fertig getestet habe. Das ist etwas, da brauche ich ein bisschen länger. Das Thema Glätten, für die, die es nicht wissen, um was es hier jetzt gerade geht. Wir haben bei einem der letzten Streams festgestellt, dass der X1C mit dem aktuellen Firmware und auch mit der letzten Firmware schlichtweg hässliche Glättergebnisse erzeugt. Und es ohne Glätten sogar fast angenehmer wäre, das Ding zu nutzen. Der eine oder andere sagt aber auch gerade, das habe ich jetzt schon mehrere Male gelesen, dass man mit den Stützstrukturen aktuell tierische Probleme hat, die wieder gut runterzubekommen. Ich kann das nicht behaupten, bei keinem meiner Drucker, egal welche Firmware er oben hat oder wie aktuell jetzt eben gerade die Firmware ist. Die sind eigentlich alle top, aber beim Glätten haben sie alle drei, weil ich ja drei Drucker momentan zur Auswahl habe, das gleiche Problem. Es sieht hässlich aus. Ich hoffe, dass es beim nächsten Update seitens Bamboo Labs da ein bisschen eine technische Verbesserung gibt. Also, dass sie softwaretechnisch das Thema wieder angehen können und verbessern können. Ich persönlich möchte da jetzt nicht großartig rumschrauben an den Einstellungen, weil vor 2 Monaten war das Ganze noch ideal und hat super funktioniert. Und jetzt gibt es hier auf einmal Riesenprobleme. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Das ist das Einzige. So, ich simuliere hier auch ein bisschen was von diesen kleinen Lederschutz. Warum sieht das jetzt so comic-mäßig aus? Na, ganz einfach, weil beim Comic auch nichts anderes passiert. Ich habe die Outlines und male jetzt im Prinzip einfach malen nach farbentechnisch das ganze Ding hier aus. Das kann jetzt noch gar nicht gut aussehen. Ich habe noch keine Schattierungen, ich habe noch kein Drybrush, ich habe noch keine Tiefen gemalt. Man kann jetzt hier noch Muster und Farbverläufe reinmalen. Das kommt alles mit der Zeit, aber wir müssen bei so einer Figur schlichtweg halt einfach ein paar Mal neu ansetzen mit Farben, um einfach mal das Farbschema, das innigste Konzept mal rauszufinden und an dem dann weiterzuarbeiten. So, ich mische mir mal einen Braun an, während wir hier lesen. Weißt du bei so einem Projekt vorher schon, wie es farblich werden soll, oder malst du einfach drauf los? Ich habe so meine Lieblingsfarben. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin so ein kleiner Blaufetischist. Ich stehe drauf, wenn irgendwelche Farben bläulich sind. Und bei Blau ist es dann so, ich überlege mir halt einfach nur, der Kollege jetzt, ist das jetzt eher so ein quietschbunter oder für mich jetzt meine ich. Ja, vielleicht ist es für euch ein Technohase und der muss komplett bunt sein, okay. Aber für mich ist es eher so einer, der so ein bisschen Robin Hood mäßig unterwegs ist und dann versuche ich so Wald- und erdige Farben zu nutzen, um das Ganze zusammenzusetzen. Als Beispiel, ihr könnt den Hasen ja auch anders machen und zwar diesen Zauberstab, wenn der jetzt zum Beispiel rot-gold leuchtet und brennt, dann kann man den Hasen ja ohne weiteres auch vielleicht in Rot-Orange-Töne malen. Es ist alles möglich. Ich gebe hier nur meine Techniken preis, wie ich den malen würde, ohne euch jetzt hier mit dem Finger vor der Nase rumzufuchteln und zu sagen, so müsst ihr es machen. Überhaupt nicht. Es gibt hunderte Arten, das ganze Ding zu bemalen. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Hilfe, dass er sagt, hey, so wie es der Schweighofer jetzt hinbekommen hat, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und dann passt das. Und dann malt ihr und macht beim Malwettbewerb mit. Denn die oberste Regel ist, man wird nicht gut beim Malen, wenn man nie malt. Klingt total bescheuert, aber wenn ihr nur da sitzt und sagt, das kriege ich ja eh nicht hin, dann kriegt ihr es wahrscheinlich nie hin. Glätten ist von Filament zu Filament anders, muss genauso wie beim Flow kalibrieren. Sehe ich jetzt... Wahrscheinlich hast du recht, ja. Aber da ich immer mit denselben Materialien bisher gearbeitet habe und das Glättergebnis bei meinen,
Bavaria-Filamenten immer gut war und dann abrupt von einem Tag auf den anderen nicht mehr gut war, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, hey, Moment mal, irgendwas passt da nicht. Und vor allem, es ist so der Klassiker, nach einem Update hat es auf einmal nicht mehr gepasst. Und dementsprechend weiß ich, okay, die Chinesen haben halt wieder mal irgendwas rumgeschraubt in ihren Einstellungen und dementsprechend funktioniert bei mir jetzt auf einmal das Glätten nicht mehr so gut. Das Interessante ist aber, dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, ne, bei mir haut's hin. Und da sind wir wieder bei Bambo. Der eine hat nach einem Update die Mörderprobleme, der andere nicht. Obwohl es der gleiche Drucker ist. Vielleicht sogar dasselbe Filament. Also es ist ziemlich interessant. So, ich fange jetzt mal an, hier die Kutte zu malen mit einem klassischen Braunton. Ob wir Lederkutte malen oder ganz normale Kutte, werden wir sehen. Achso, ich wollte eigentlich einen Überwurf machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal nur mit den Ärmeln ran. Dann werden die mal hellbraun. Und damit der dann so ein bisschen grimmiger aussieht und ein bisschen gefährlicher, dann werde ich die Kapuze mit einem dunkleren Braun machen. Das zwingt so ein bisschen den Betrachter dazu, das Ding so ein bisschen als gefährlich anzusehen. So. Die Klebestelle, wo dann mein Arm reinkommt, beziehungsweise mein Zauberstab, den male ich jetzt nicht aus. Es gibt zwar Superkleber, die auf Acrylbasis wunderbar kleben, aber das hat nicht jeder und deswegen sage ich, okay, malt nur möglichst die Kanten aus und innen drinnen habt ihr dann wirklich eine schöne Basis. Da könnt ihr theoretisch mit einem Messer auch noch ein bisschen reinkratzen, dass ihr wirklich aufs Filament kommt und PLA auf PLA verklebt, dann seid ihr da eigentlich auf der safen Seite, dass die Sachen auch wirklich verkleben. So. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn dieser Farbton auch irgendwo in der Figur nochmal vorkommt, damit er nicht nur, das ist im Prinzip eine andere Farbe, das ist eine andere Farbe. Ich glaube, ich mache die Innenseite dieser Kapuze noch in dem Hellbraun, auch wenn ich womöglich die dann am Schluss noch ein bisschen nachdunkeln werde. So, da gibt es jetzt keine offizielle Kante, deswegen male ich das hier relativ grob aus. Und wie gesagt, wenn es gerade Fragen gibt, wartet kurz. Ich male hier fast schon zwischen den Herztönen und dementsprechend brauche ich ein bisschen, bis ich das hier jetzt fertig habe und dann können wir kurz wieder quatschen. Der Umhang geht hier dann wieder rein. Okay, gut. Ich lasse mal kurz trocknen und lese mal, was ihr so schreibt. Matthias, ist das Mu nicht schon längst fällig oder habe ich was verpasst? Wir haben das erste Mu schon rausgehauen. Bei 500 würde es ein zweites geben, was wir heute wahrscheinlich eher nicht erreichen. Außer ihr seid so fair und würdet, falls es euch gefällt, hier mal ein Like da lassen. Matthias, mit was schneidest du die Überstände weg? Mit einem Stanley-Messer? Ja. Genau. Basti, kommt einfach mal und wirft einen 20 in die Runde. Vielen Dank. What's up? Servus. Ja, grüß dich. Danke dir. Hab eher Angst, dass mir das Bemalen gefällt und ich öfter gefragt werde, kannst du mir das auch machen? Wenn man das gut kann oder gern macht, dann kommt sowas vor. Schweighof, hast du den Krug noch mit dem Schneerand bei der Hand? In welchem Video hast du den bemalt? Finde das nicht mehr. Den sucht der Kiki gerade raus, glaube ich. Das war, ich habe ihn nicht mehr bei der Hand. Wo ist denn dieser Krug? Habe ich den verschenkt? Ich glaube, den habe ich verschenkt. Oh, jetzt muss ich meiner Mama schreiben. Danke, Robert. 1-0 für Österreich, Mom. 1-0. Wahnsinn. Emotion. Emotion für Mama. Und ein Schlückchen Bier.
auch wenn ich kein Fußballfan bin, sie freut sich jetzt eine Ast ab wahrscheinlich. Ich finde es gerade sehr spannend, wie verschieden man die Figur lesen kann. Freue mich schon auf die ganzen Einsendungen. Ich auch. Ich sehe ja auch, also ich entdecke beim Malen verschiedene Falten und stelle dann fest, okay, das könnte man so oder so machen. Das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Bin mir sicher, da gibt es bessere Lösungen. Aber ich habe momentan, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Wie viel oberen Abstand zum Objekt hast du bei den Baumstückstrukturen? Ich habe das nie geändert. Die Standardabstandshalterung, ich weiß es gar nicht. Der Micha, schau, der Krug mit dem Schneerand hat die neue Alte, also deine Frau. Stimmt, den habe ich ihr geschenkt. Da ist es, genau. Geil, so, Mom schreibt. Nach 1,5 Minuten. Also es war jetzt gar nicht so überraschend für sie. Natürlich gewinnt Österreich gegen Türkei im Fußball, natürlich. Da ist der Stream zum Game of Thrones Krug. Die Kick ist der Wahnsinn. Freundin 84 ist auch da. Servus. Das freut mich. So, dann kommt. Mal ich denn fast schwarz? Das Ding hier. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Henkersmaske. Wenn ich den jetzt schwarz mache, kommt er dann so ein bisschen Sadomaso-mäßig rüber? Ja. Gut. Dann probieren wir das mal. Mach mal einen Sadomaso-Bunny. Marius, vielen Dank. Cooler Sticker. Danke, danke, danke. So, nicht alles wird schwarz gemacht. Natürlich wieder mit einem bisschen Grün vermischt. Bisschen weniger schwarz, bisschen mehr Grün noch rein. Ja. Ihr könnt übrigens euch, ich habe mir das extra mal daneben hingelegt, so ein Teil zulegen. Was ist das? Nichts anderes als wie im selben Filament oder mit demselben Basislack grundiert. Einfach ein Ding. Da könnt ihr mal draufmalen. Und schauen, wie die Farbe sich verhält, wenn sie trocken ist. Dann muss man nicht direkt auf dem Objekt das machen. Weil viele der Acrylfarben verändern sich, wenn sie trocknen. Wie zum Beispiel jetzt hier, dieses Grün-Schwarz wird tatsächlich im Licht recht grünlich, im Schatten recht dunkel. Ist ein interessanter Farbton. Und somit machen wir unser SM-Bunny hier mal ein bisschen grün-schwärzlich. Die Maske, wenn in Schwarz, dann aber auch glänzend. Du meinst ledrig. Also Schwarz gibt es bei mir nicht. Immer mit einem gewissen Farbton drinnen. Mal schauen, ob das gut wird. Die Hörner gehören aber knochenweiß. Entscheide ich mich dann. Ja, das. Es ist so schwierig, wenn man einfach noch nicht alles bemalt hat, festzustellen, ob das, was man gerade gemacht hat, gut wird oder nicht. So, wir haben hier den Mantel. Das ist der Überwurf. Okay, ich darf nur bis hierher malen. Vielleicht wäre es mit einer Schwarz in Helltechnik einfacher gewesen, diesen Hasen zu malen. Da hätte ich das Ding einfach komplett schwarz grundiert. Von oben dann mit einem leichten Grauverlauf angesprayt. Und jetzt habe ich mir das Gesicht angemalt. Super. Und dann mit Drybrush das Ganze aufgehellt. Das Ding ist halt einfach nur, das ist schon eine relativ filigrane Figur. Und mit Drybrush würde man hier wahrscheinlich sehr verzweifeln,
weil man nicht in jede einzelne Stelle reinkommt. Und es wäre wahrscheinlich furchtbar aufwendig. Vor allem für einen Stream wäre es wahrscheinlich auch zu aufwendig, weil es einfach sehr lange dauert. Das wird schon, das wird schon. Das Geweih vergolden. Kiki, hau den raus mit dem Vergolden. Ich mache momentan für einen Kunden ein sehr großes Projekt, wo wir Arme und Hände drucken müssen. Und da der sich auch meine Streams anschaut, kam doch tatsächlich heute die Anfrage, spaßhalber natürlich nur, ob es nicht möglich wäre, eine von dieser Hand einfach schlichtweg zu vergolden. Soweit ist es schon, dass mich Kunden aus dem normalen Leben über Sachen fragen, die ich hier im Stream mit euch erlebe. Danke, lieber Micha, ich glaube, das mit dem Vergolden, das bist du gewesen. So, ist das jetzt eine geile Farbe? Wahrscheinlich ja. Oh ja, ich bin heute am Drybrush mit dem Hasen verzweifelt. Okay. Das Ding ist, ich zeige euch viele Techniken und ich versuche in meinen Streams immer wieder was Neues zu zeigen oder auch mal eine andere Technik. Ihr werdet zum Beispiel jetzt am Freitag werdet ihr eine ganz spezielle neue Technik, die ich jetzt erst seit kurzem drauf habe, sehen, die wirklich interessant ist, um Objekte alt aussehen zu lassen. Aber das Ding ist wie mit dem Drybrushen. Nur weil ich weiß, wie Drybrushen geht, heißt es nicht, dass ich es überall verwenden muss. Man kann solche Figuren auch ohne den klassischen Drüberbürsten und so mit Drybrushen wirklich gut malen. Man muss es nicht. Und vor allem neigt man halt dazu, gerade am Anfang, diese Techniken ein bisschen zu stark und so zu intensiv aufzutragen, was zur Folge hat, dass es am Schluss dann einfach nur ein Brei ist, ein Mischmasch ist und nicht so aussieht, wie man es eigentlich irgendwie aus einem Video gesehen hat oder so. Und ich entschuldige mich auch immer, bei meinen Streams versuche ich natürlich auch, in kurzer Zeit viel zu malen und viel zu zeigen. Und deswegen sind viele meiner Stellen, die ich male, nicht ideal getroffen. Ich habe manchmal einfach einen kleinen Aussetzer, der Pinsel rutscht mir über raus. Das sind dann die Sachen, die ich später am nächsten Tag in aller Ruhe versuche auszubessern. Und wenn es gut geworden ist, dann gibt es natürlich immer ein Update. Entweder hier, wenn ihr Kanalmitglied seid oder Abonnent seid, seht ihr das dann in den Stories hier auf YouTube. Oder wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook folgt, seht ihr das dann auch, wenn ich sie abfotografiert habe, die guten Ergebnisse. So, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass diese Farbe der Maske gut ist. Und zwar deswegen, weil sie nicht schwarz ist. Weil sie das dunkelste Grün ist und dementsprechend eigentlich den besten Kontrast ergibt zu den Feldern. Für all diejenigen, die sagen, das ist mir viel zu viel Arbeit, dann macht einfach deinen Hasen um die Hälfte kleiner. Dann habt ihr zwar ein bisschen kleinere Stellen zu malen, aber dementsprechend müsst ihr auch nicht so lang rumpinseln. Wenn ihr aber sagt, hey, ich bin der volle Zitterer, ich schaffe es nicht schön auszumalen, ja, dann druckt den halt nicht auf 600%, sondern auf, keine Ahnung, auf 800-900%. Dann könnt ihr halt richtig klotzen, was die Farben angeht. Und alles läuft gut. Ich bin auch gespannt, vielleicht wird der eine oder andere das Ding sogar airbrushen. Warum auch nicht? Kann man bestimmt auch ganz tolle Ergebnisse erzielen, wenn man mit der Pistole gut umgehen kann. Alter, das ist schon eine aufwendige Kopfbedeckung hier. Der Willi hat den ja schon gemahlen. Ich habe den, glaube ich, im Discord hat der Willi das reingepostet.
Willi, da wollte ich dich noch fragen, wenn du gerade zuschaust noch, hast du da eigentlich diesen Sockel, hast du den selbst designt oder hast du den irgendwo gefunden? Gibt es da vielleicht sogar ein Upgrade zu dem Hasen, das ich noch nicht gesehen habe? Weil den Sockel, den finde ich auch cool, der sieht interessant aus. So, wir haben hier hinten noch so kleine Nähte, die wir nicht schlichtweg übermalen. Okay, und das Ding brauche ich auch nicht machen, weil das ist der Überwurf. Das wird später gemalt. So, jetzt schaue ich wieder mal auf euch. Sorry, jetzt war ich relativ lang weg, relativ lang im Maleland unterwegs. Hier noch einmal kurz das schön überzuckern hier. So, ja, schreibt er. Willi, mit einem Ja. Ich habe drei Fragen gerade gestellt. Mit einem Ja kann ich nicht so arbeiten. Also ja, hast du es selber gemacht? Oder ja, hast du es runtergeladen? Oder da unten. Den Sockel habe ich gefunden und werde es im Discord später posten. Das ist eine gute Antwort. Sorry fürs Schimpfen. Danke dir. Hat aber überhaupt nichts mit der Bewertung dann am Schluss zu tun. Wollte ich nur sagen. Ne? Wir bewerten den Hasen so, wie er hier steht. Und wie er bemalt ist. Ob er da rundherum noch irgendwas baut, ist uns komplett egal. Der braucht auf jeden Fall blutrote Augen, wie ein Albino mit weißem Fell. Und ja, so ein richtiges Monsterhäschen. Ja, ihr wisst schon, dass mir das sehr viel Spaß macht mit euch. Sehr viel. Wir machen einfach einen Hasen. Und der Hase sagt, das bedeutet Krieg. Und währenddessen können wir quatschen und Blödsinn reden. Und oh, gibt es was Schöneres? 1-1. Weil 11 Meter nach Hand, unfassbar. 1-1, Mann. Oh mein Gott, ich hoffe, du hast nicht gewettet. Ich heuchle hier ein wenig, dass es mich interessiert, ob Österreich gewinnt oder nicht. Okay. Unser Hase hat jetzt dunkle Lederkappe. Das ist ein bisschen komisch mit den Ohren natürlich. Da kommen hinten die Hasenohren raus. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt von vorne den Umhang fertig gestalten. Und dann versuchen wir das Ganze mal hier mit ein bisschen Drybrush, ein bisschen Wash und mit ein bisschen mehr Farbe in die richtige Richtung zu bekommen, dass ihr langsam seht, wie man das ganze Ding hier zusammenbekommt, dass es aus einem Guss entsteht oder besteht. Jetzt stellt sich nur die Frage, mit was? Was tun wir es nun? Ich fände die Innenseite des Mantels geil, wenn sie aus dieser Farbe besteht. Dann haben wir hier nämlich eine Wiederholungsfarbe. Ja, vor allem ist das vielleicht am Schluss gar nicht schlecht. Die dunkelste Farbe ist am Kopf, also oben an der Figur und an den Seiten. Und wie so ein kleiner Rahmen fasst sie dann eigentlich unseren Rest so ein bisschen ein. Ich kann mir vorstellen, dass das von vorne gut aussieht. Vor allem bin ich ein Freund davon, bei Figuren, die eben Mantel, Innenseiten und Außenseiten haben, diese zwei Stoffe oder diese zwei Seiten in verschiedenen Stoffen zu malen. Alles braun, das kann jeder. Aber mit zwei Farben, glaube ich, kommt das ganz gut. Ja, das wird schon. Annie sagt, so bunt sieht der Hase gut aus. Ich finde, denn am Schluss wird der nicht bunt sein. Ich glaube, durch das Zusammenfügen von Wash wird das ein bisschen... Ja, mal schauen. Wir werden sehen.
Oh, da kommt eine gute Daniel hat einen guten Ansatz. Dann muss aber die Innenseite der Ärmel auch noch in einer anderen Farbe. Voll erwischt und wird gemacht. Quasi ein Albino-Kaninchen mit roten Augen. Stecken wir mal die Hand drauf. Ja. Also man kann, je nachdem wie schön die Hand ist, kann sie auch so gemacht werden, als würde er quasi so der Karate-Tiger. Also ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Würdet ihr die Hand nach oben machen oder nach unten? Es könnte auch dieser Griff sein. So. Ich weiß nicht. Ein Kikininchen nach unten, nach oben. Oh, ob das eine Umfrage wird? 3/4 Drehung. Abstimmung. Wie sieht denn dann die zweite Pfote aus? Die zweite Pfote, die sieht so aus. Ich kann es euch auch schon mal zeigen. Also ich stecke es jetzt nur mal zusammen, damit ihr ungefähr ahnen könnt, wie das Ding aussieht am Schluss. Also der hat dann so einen Zauberstab in der Hand. Den kann man gerade machen, aber ich würde den eher so ein bisschen dynamisch schief machen. Und dann kann man die Hand nach oben setzen, nach unten setzen, wobei das auch ziemlich geil aussieht. Und ganz im Ernst, es wäre am schönsten gedruckt, weil die Unterseite meiner Hand sieht ziemlich hässlich aus. Micho meint einen Totenschädel in der Hand. Ich glaube, ich mache es so. So sieht das ganz cool aus, glaube ich. Also, zum Thema Osterhase. Es ist jetzt nicht ein Osterhase, es ist ein Hase. Der Micha hat einen Hasen gefunden. Ne? Aber der wird schon gut. Das böse Yoda-Hase. Matthias, live. Wie war die Tour nach deiner Stimme zufolge? War sie mega? Ja. Ja gut, Hamburg war ausverkauft, Berlin war ausverkauft, Essen war ja eine Zusatzshow, also wir haben in Essen jetzt die zweite Show gespielt, die erste ausverkaufte Show kommt jetzt gleich nochmal. Es war volles Programm und richtig viel Spaß gemacht. Annie schreibt, kann ich den Hasen haben, bitte? Nee. Und zwar Annie deswegen, weil wenn ich jetzt hier einen Hasen verschenke, dann werde ich bei jedem meiner Sachen, die ich jemals in diesem Stream hier male, das Problem haben, dass jemand das Ding haben möchte, was ich gerade mache. Und somit entscheide ich einfach irgendwann mal. Es gibt vielleicht eine Verlosung, vielleicht gibt es einfach ein Geschenk, weil irgendjemand, der hier sehr wichtig ist oder so, von meinen Admins zum Beispiel, Geburtstag hat oder so, dann gibt es da was. Aber hier schauen 400 Leute zu. Und von den 400 Leuten würden sich wahrscheinlich dann 399 denken, oh, die hat einfach gefragt und jetzt hat sie das bekommen. Will ich auch, mache ich auch beim nächsten Mal. Nee, mach mal nicht. Also ich finde die letzte Idee nahezu perfekt, meinte Daniel. Die letzte Idee... Nach oben eine Komm-her-Hand.
Wie viel Streamzeit haben wir schon? Eine Stunde? Boah, Alter, eine Stunde 25. Das passt, so ein Häschen braucht schon seine Zeit. Seine Zeit. Machen wir einen Robin Hood-Umhang. Ich würde sagen, ein dunkles Waldgrün. Nein, eher ein Olivgrün. Ich kann ja für jeden der leichten Hasen machen. Genau, das mache ich jetzt. Für jeden, der dieses Video hier liked, male ich so einen Hasen. Natürlich. Ich habe ja sonst keine Zeit. Ich habe, glaube ich, die ideale Farbe gerade gefunden. Der könnte beim österreichischen Bundesheer auch gleich einrücken, ich sag's euch. Guckt euch mal diesen Farbton an. Ram. Mega. Das ist der Kittel, das ist die Kittelfarbe. So wie ich sie brauche. Die wird noch dunkler, die wird noch ein bisschen heller, die kriegt noch Schatten, die kriegt noch Licht. Was mich ja bei diesen Modellbemalungen immer sehr gut gefällt, ich bin dank dem Micha in einer 3D-Druckgruppe auf Facebook, die Druiden R2D2s und so Zeug druckt. Das sind die vollen Fanaten. Und da gibt es halt auch Leute, die den R2D2 schon in 100 verschiedenen Varianten gemacht haben. Und dann kommen halt dann Leute, die einfach sagen, okay, was wäre, wenn es zum Beispiel Pepsi oder Coca-Cola in der Welt von Star Wars gäbe. Und dann designen die oder malen die im Prinzip einen R2-D2 in diesem Style oder einen R2-D2 im SpongeBob-Style oder so. Und genau das finde ich dann eigentlich richtig nice, wenn man so ein bisschen irgendwelche bekannten Farben und Formen kombiniert mit so Sachen, wo Fans eigentlich auszucken, wenn man es macht. Und so könnte man zum Beispiel aus diesem Hasen auch einen UPS-Boten machen oder DHL-Boten zum Beispiel. Ne? Die Farben wisst ihr. Hat ja niemand gesagt, dass das ein Robin Hood Action-Hase werden muss. Macht einen Briefträger draus. Oder was auch immer. Ihr könnt euch da ja wirklich austoben. Ein Crash-Test damit draus machen. Was auch immer. Matthias, ich habe den Baum und Ideen verlinkt. Danke dir. Der Willi redet davon, dass er für diesen Hasen eine Art Ständer, also eine Base, eine Basis gedruckt hat und gefunden hat. Die sieht aus wie ein Baum, so ein abgeschnittener Baum. Sieht gut aus, vor allem passt das ziemlich gut zu dem Hasen. Ist überhaupt nicht Teil dieses Wettbewerbs. Überhaupt nicht. Also ihr könnt das getrost ohne den Baum einreichen. Ist nur ein nettes Gimmick, dass man das erweitern kann. Stefan, das war's jetzt auch mit meinen Ideen. Nun macht das jeder. Mecker. Das Interessante ist auch, wir hatten bei unserem letzten Wettbewerb, wo es um das Schild ging mit dem On-Air, hatten wir viele Leute, die festgestellt haben, dass sie möglichst spät erst ihren Entwurf einreichen, damit eben niemand ihre Ideen klaut. Und das haben jetzt viele, glaube ich, auch bei dem Hasen vor, dass sie sagen, ja, ja, genau. Ich zeige niemandem, wie mein Hase aussieht und poste erst ein paar Stunden vor Einsendeschluss dann mein Werk, damit es keiner nachmachen kann. Ist voll legitim, ist total okay. Es gibt auch Leute, die sagen, ist mir komplett egal, ob das jemand nachmacht. Ich gewinne sowieso nicht. Mal sehen, mal sehen. Und es bringt auch, glaube ich, eher weniger, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt dieses Video hier anseht und sagt, okay, ich male den Hasen jetzt genauso wie der Schweighofer, dann gewinne ich bestimmt. Sicher nicht. Kreativität ist gefragt in diesem Contest. Ich zeige euch heute nur, wie ich ihn theoretisch malen würde. Ich habe die Öhrchen angemalt.
So, ich lese auch gleich wieder. Okay, der Mantel. Das ist eine geile Farbe. Der wird gut. Der wird gut. So, Pinsel mal komplett auswaschen, damit ich hier drinnen beim Hals jetzt noch gut rankomme. Dann nehmen wir uns mal einen feinen Pinsel, nehmen nur das Spitzchen. Schauen, dass die Finger auch nicht voll sind mit Farbe. Und zwischen den Herzschlägen, Leute, zwischen den Herzschlägen kleine Details reinmalen. Gut, 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 gut. Okay, trocknen lassen und Chat lesen. Währenddessen Pinsel waschen. Hab schon 6 Stunden in Color Blocking und Wash investiert. Gerade kam mir. Moment, was ist schon wieder weg? Kam mir die Grinch-Hase-Idee. Nee, ich fange nicht neu an. Okay. Den Hasen könnte man auch mal guldern. Was heißt Guldern? Ich schaff's leider nicht, fahre jetzt in Urlaub und genieße dann mit Sohnemann und Dame. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Aber Jagger oder Checker, viel Spaß. Vor 100, also 411 Robin Hood Hasen. Meine Frau hat mir auch verboten, meinen Hasen jedem zu zeigen. Das On-Air-Schild war ein Biest zum Drucken. Ist wirklich erst kurz vorher fertig geworden. Ich glaube, die Erfahrung hast du ja damit auch gemacht. Ja, aber geil. Du tust immer sehr viel Farbe auf die Palette. Ich meine, die ist ja recht teuer und nicht viel drin, aber gefühlt musst du ja viel wegschmeißen, oder? Naja, so viel. Ich verdünne halt viel mit Wasser auf. Aber du hast schon recht, manchmal übertreibe ich. Ich unterschätze oft, wie viel aus so einem Tropfen Farbe eigentlich rausgeht. Mein Ding ist nur, ich mische ja die Farben untereinander da. Und diesen Farbton, den benötige ich dann ja in Mengen, weil schlimm wäre es, wenn du jetzt den Mantel hier mischest und dann geht dir so ein kleines Stückchen ab und dann musst du es neu mischen. Und das dann hinzubekommen, ist immer schwierig. Da habe ich lieber ein bisschen zu viel. Johann, gute Nacht, mach's gut! Meine Damen, meine Herren, wir kümmern uns jetzt mal teilweise um die Kleidung. Jetzt haben wir momentan das Color Blocking gemacht. Das heißt, im Prinzip haben wir Farben aufgetragen. Und jetzt geht es eher darum, Details auszuarbeiten und Washes zu überarbeiten. Wir werden den Hasen heute nicht fertig bekommen. Was nicht schlimm ist. Kiki freut sich über jeden Stream, den wir machen. Ich male den Hasen jetzt ganz bewusst hier. Ihr seht nichts. Braune Zehennägel. Einfach weil Pediküre gab es im Wald nicht. Und ich finde solche Zehennägel eigentlich ziemlich hässlich. Ganz im Ernst, ich habe überhaupt ein Problem mit Zehennägeln, aber das soll niemand wissen. Micha, falls du zuschaust, ich möchte bitte keine Videos von Zehennägeln in Zukunft von dir bekommen. Nein, danke. Gut, die Nägel sind durch. Das Buch zum Beispiel ist jetzt ziemlich aufwendig, aber da würde ich mich wahrscheinlich an einem Harry Potter Buch irritieren, ja? Genau, ich irritiere mich am Harry Potter Buch. Orientieren heißt das Wort. Hat irgendwas mit Arabisch zu tun. Auf jeden Fall orientieren mit den ganzen Zähnen und Krallen und so. Lass uns das Ganze mal hier eher in Richtung Stoff jetzt mal gehen. Das sind ja auch Krallen, genau.
Ich brauche eigentlich ein Stück Papier. Nee, das will ich euch nicht zeigen, sonst wisst ihr, was ich in Zukunft drucken werde. Ich suche mal kurz Papier. Genau. Und was ist mit dem Vorderpfoten? Ganz im Ernst, wir werden den heute eh nicht fertig kriegen. Teilweise kriegen wir den fertig, aber nicht ganz. Ich fange jetzt mal mit Details an, damit ich euch ein bisschen was erklären kann und zeigen kann. Da. So, ganz klein wenig Braun in ziemlich viel Weiß rein. 2:1 für Österreich. Denn nach den Zähnen und den Augen haben wir eigentlich dann das Color Blocking mal durch. Das nennt man übrigens auch so, wenn man versucht, überall Farben aufzutragen, wo sie benötigt werden. Da sind wir wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Augen ausmalen. Ich hasse es. Oh, das ging aber ganz gut. Da habe ich anscheinend die richtige Größe getroffen. So, das Näschen bekommt von mir aus diesen grau-braun-grünen Extrakten, die wir hier zusammengemischt haben, mal einen leichten Farbtupfer rauf. Denn ich weiß nicht, ob das beim Hasen ist. Eigentlich schwarz, das Ding, oder? Wenn wir einen Albino-Hasen machen, ob das wichtig ist, dass das schwarz ist? Das weiß ich nicht. Okay, wir werden sehen. Es kommt ja Wasch drüber und alles drum und dran. So. Und jetzt habe ich hier so einen beige-grünton. Den mache ich jetzt ziemlich wässrig. Und setze jetzt einfach mal ganz bewusst leichte Kantenakzente auf Bereiche, wo er passen könnte. Wo es zum Beispiel grünlich ist. Ja? Hier unten. Damit wird das Ganze zwar ein bisschen comic-mäßig, aber das hat den Vorteil, dass ich jetzt hier mein Licht so einmalen kann, wie ich möchte. Ich möchte von der rechten Seite, dass Licht kommt und somit wird auch die rechte Seite ein bisschen intensiver bemalt. So, jetzt ist das noch nicht ganz trocken, die Farbe. Und jetzt nehme ich im Prinzip mit dem etwas trockenen Pinsel Teile dieser Farbe wieder weg. Das könnte man mit Drybrush machen. Die Versuchung bei Drybrush besteht aber darin, dass ich hier jetzt einfach so drüber pinsel. Und danach habe ich halt leider Gottes, juhu, schreibt die Mama, okay. Danach habe ich halt leider Gottes überall diesen Farbton drinnen. Und jetzt kann ich das hier mit dem Pinsel mir so hinsetzen, wo ich es haben möchte. Gut, damit wären wir jetzt mal anfangs durch. Dann brauchen wir Blau, das Türkis. Seht ihr, jetzt haben wir zum Beispiel einen Türkiston, den ich nicht mehr habe. Jetzt muss ich mir den wieder selber zusammenmischen. Dazu nehme ich jetzt einfach ein normales Türkis. Dicker Pinsel, weiß. Bisschen grün-braun rein, nicht viel. Und jetzt halte ich mal den Pinsel dazu und stelle fest, okay, der ist jetzt eigentlich ein klein wenig
zu dunkel und noch ein bisschen weiß dazu. Farbe und Wasser mischen. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Farbton, den ich brauche, um hier jetzt die Highlights zu setzen. Ja, der ist ideal. Geil. Ihr seht, ich mal hier mit vielen kleinen Pinselstrichen und versuche die Stellen, die am meisten im Licht sind, leicht aufzuhellen. Achtung, wie gesagt, ich bin noch sehr im Nassen drin. Jetzt komme ich mit einem etwas trockenen Pinsel und verblende leicht diese Kanten. Das ist zwar immer noch nicht das perfekte Drybrushen und Highlighten, aber dadurch bekomme ich langsam aber sicher auf meiner Figur Stellen, die heller sind und Stellen, die dunkler sind. Dicke Falten bieten sich da überhaupt ideal an. Peter, gute Nacht. Analoges Dodge and Burn, ja, kann man fast so nennen, ja. Das gleiche kann mit Braun gemacht werden. Einen hellen Braunton anmischen und auf den Highlights, auf den Kanten, überall das auftragen. Nicht zu vergessen, wir haben danach immer noch unseren Farbton, der Wash heißt. Was ist denn jetzt aus der Olli? Und das für den was? Und das ist für den Kleinen, der auf dem Handy in Frohos und muss ins Bett 4 Uhr gut weg. Ach, danke Olli. Voll nett von dir. Mega. Schön. Welche Grundausstattung brauche ich, wenn ich das Malen ausprobieren möchte? Es gibt Basissets zum Farben, also Farbbasissets, mit denen man ganz gut anfangen kann. Aus denen kannst du dir die besten Farben rausmischen oder es sind auch schon ziemlich gute dabei. Du brauchst ein Pinselset und eigentlich war es das. Ein paar Figuren. Und dann brauchst du einen Kanal, einen YouTube-Kanal oder so, der dir im Prinzip die Basics erklärt. Glückwunsch, den hast du schon mal gefunden. Der kostet auch nichts. Und wirklich, ich kann euch nur die Basics zeigen. Ich werde zwar auch mit der Zeit immer besser, aber es gibt Leute und Kanäle, die sagenhaft sind. Da ist das Pipifatz, wirklich. Das ist, es gibt einfach Talente, die es unfassbar drauf haben. Wenn euch das reicht, was ihr hier bei mir seht, wunderbar. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte mehr lernen, dann geht bitte unbedingt auf die Suche. Blackmagic zum Beispiel. Es gibt einfach tolle Kanäle. Nicht zu vergessen, es wirkt jetzt vielleicht ziemlich hell, was ich hier male, aber diese Farben dunkeln nach und wir sind am Schluss sowieso nochmal mit Washes unterwegs. Und diese Washes werden dann diese Farben teilweise auch wieder zusammenfügen. Also
Wenn der eine oder andere sagt, Alter, was macht er denn jetzt? Das sieht ja richtig kacke aus. Ja, abwarten. Bei dir ist das, sieht bei dir so einfach aus. Einfach machen, will ich einfach machen. Einfach ausprobieren. Und ganz im Ernst, ich zeige ja nichts, was ich nicht schon irgendwann mal in irgendeiner Form schon mal ausprobiert habe. Und wenn ich es ausprobiere im Stream, dann werde ich es meistens eh vorher sagen und sagen, okay, das habe ich jetzt selbst auch noch nie gemacht. Ich habe zusammen mit dem neuen Typen so unglaublich viele Miniaturen bemalt von Warhammer. Da sind die jetzt eigentlich riesengroß im Gegensatz zu den Miniaturen von Warhammer. Die wurden mit ähnlichen Techniken gemacht. Ich adaptiere das hier eigentlich nur auf andere größere Figuren. Wenn man einfach ein bisschen Routine hat, wie der Pinsel zu führen ist, wie sich Farbe verhält, dann bist du da schnell drinnen, wirst sehen. Echt eine schöne Figur. Micha hat was richtig Gutes ausgesucht hier. Ich stelle hier ständig irgendwelche kleinen Falten und Krümmungen fest. Der wird richtig gut. Richtig cool. Das ist schon mehr wie Basic, was du uns hier zeigst. Für dich vielleicht, da du aus der Fotografie kommst und dich mit Photoshop auskennst, du weißt, wie man mit Licht und Schatten arbeitet. Das Wissen kann mir natürlich keiner nehmen. Ja, das stimmt. Bin aber auch der Meinung, dass man sowas immer irgendwie erlernen kann, indem man es schlichtweg einfach macht. Und ganz im Ernst, wenn so eine Figur, die braucht jetzt, bei mir hat es jetzt 5 Stunden gebraucht, mit allem drum und dran. Wenn ihr die beim Malen verscheißt, ja, dann malt halt nochmal drüber. Nochmal und nochmal. Los geht's. Und wenn ihr das öftere Male macht, dann kommt ihr irgendwann mal dorthin, wo ihr hin wollt. Und dann habt ihr irgendwann einmal genau das, was ihr braucht. Hast du mal wieder Warhammer gespielt? Ist sehr zeitaufwendig. Wir haben eine Zeit lang eine kleine Version von Warhammer jetzt gespielt. Aber jetzt haben wir schon wirklich lange nicht mehr. Das ist eher so die Wintermonate, da spielen wir relativ gerne. Gehen wir mal mit Wash ran. Einfach nur, um zu zeigen, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man es washt. Drei Basis-Washes habe ich hier. Darktone, Softone und Strongtone. Der Strongtone ist wahrscheinlich der Ton, den wir am ehesten verwenden werden. Ich starte aber mit dem Softone. Habe ich es jetzt gerade in die Kamera gezeigt und euch nicht gezeigt. Sorry, ich mache es nochmal. Darktone, Strongtone, Softone. Beim Waschen nutzt bitte unbedingt einen sehr großen, weichen Pinsel. So einer zum Beispiel, der wäre ideal. Gut verdünnen. Ich bin einer, der seine Washes gerne verdünnt. Und jetzt mache ich das hier. Wo traue ich mich denn? Ha, Washes ist jetzt immer so ein Ding. Ja komm, ich traue mich überall. Das ist immer so, wow, da malt man eine Stunde, 2 Stunden über was und dann geht man mit der Wasche über alles drüber. Die Wash hat folgenden Vorteil. Das ist wie ein Farblook, den ihr bei Fotografie, bei Bildbearbeitung über irgendwas legt. Ihr habt vielleicht ein Composing mit mehreren verschiedenen Einzelteilen gemacht und wollt, dass das Ganze jetzt zusammenpasst. Dann geht mit einer Wash drüber. Das ist wie ein Farblook. So, der Pinsel ist übrigens die absolute Scheiße gewesen. Seht ihr, wie viele Haare sich hier gerade, oh Gott im Himmel, in meinem Objekt verfangen haben. So, dann holen wir mal die Haare raus, bevor die Wash
und es trocknet. Mama mia! Jetzt habe ich auf einmal Fell. Und zwar echtes. Was für ein Fail. Der Pinsel verliert einfach mehr Haare als ich im Seitenwind. Krasser Scheiß. Aber das Ding ist, die Wash fängt an zu kleben und dann habt ihr die Haare überall drin. Also ich muss die jetzt überall rausholen hier. Okay, gut. Wird schon passen. Dann brauchen wir ein Tüchlein hier. Und dann tupfen wir die Washes hier mal ab. Und das Abtupfen hat halt den Vorteil, dass ich nicht in die Sicken reinkomme und nur die oberen Stellen abtupfe und somit die Wash in den tiefen unteren Stellen sich langsam aber sicher absetzt. Ich glaube, ich habe immer so gemalt, wie ich es auf Leinwand auch mache. Die ganzen Techniken, die du zeigst, faszinieren mich absolut. Der Stream hat mich animiert, jetzt die Figur zu drucken. Das freut mich sehr. Darf ich dir einen kleinen Tipp dabei geben? Du malst wahrscheinlich deswegen so, weil du es einfach so gelernt hast. Ja? Du kennst dich halt mit Öl wahrscheinlich aus oder Leinwandmalerei. Das Ding ist, wir arbeiten hier auf einem 3D-Objekt. Und das habe ich am Anfang auch nicht ganz verstanden. Aber es ist ein komplett anderes Malen, wenn du hier auf einem dreidimensionalen Objekt arbeitest, wo du Licht und Schatten theoretisch gesehen an den Kanten malen musst, an den Spiegelungen. Sehr interessante Techniken. So, jetzt gehe ich nochmal über die Stoffteile drüber, die ein bisschen bräunlicher sind. Und beim Malen zum Beispiel, also bei Leinwandmalen, gibt es keine Washes oder Drybrushen. Also nicht als Technik, dass man sagt, wie kann man Tiefen rausholen. So was gibt es einfach nicht. So, jetzt sieht der ganze Hase wieder aus, als würde er im Rasensprenkler gestanden sein. Das Ding ist halt folgendes. Jetzt sehen wir langsam aber sicher die ganzen Konturen, die wir vorher nur geblockt haben, nur mit einer Farbe zugemalt haben. Jetzt wird das langsam ein Guss. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das Grün zum Beispiel oder das Blau, das ist zu intensiv, das möchte ich nicht mehr so intensiv haben, dann geht jetzt einfach systematisch zwei, dreimal mit einer Wash drüber, lasst sie ein, zwei Minuten antrocknen und tupft sie dann erst wieder ab. Dann wird die ganze Stofftextur etwas dunkler und dreckiger und ihr softet so intensive Farben gut ab. Es gibt dann sogar die Freaks, die sagen, es ist sogar wichtig, welche Art und Weise des Zebers man hernimmt, weil beim Abtupfen man theoretisch gesehen leichte Strukturen des Zebers hinterlässt, was unter Umständen dann wieder eure Figur verändern könnte. Aber jetzt kriegen wir halt sehr schön in diesen Bereichen hier diese dunkle Zeichnung rein. Schatten bleiben zu Schatten oder werden zu Schatten. Und vor allem diese Highlights, die ich vorher reingemalt habe, die sieht man überhaupt nicht mehr. Das Ganze ist im Prinzip in einem Guss. Ich nichts verstehen, hat einfach mal 10 Mitgliedschaften rausgehaut. 10 Stück. Wow. Danke. Ziemlich nice. Anscheinend bist du zufrieden mit dem, was ich heute mache. Freue mich sehr. Die Washes werden nicht zu schnell, also zu intensiv gefilmt. Ich sage mal so, bevor ihr Nasen bekommt und so Sprenkler, lasst es kurz antrocknen. Geht lieber nochmal mit einem Tuch drüber, saugt auf, wo ihr sagt, da war zu viel Farbe. Und so kommt ihr Schritt für Schritt an ein gutes Ergebnis. Und nur weil ihr einmal Wash gemacht habt, heißt es nicht, dass es jetzt gut sein muss. Das kann auch öftere Male gemacht werden. Aber langsam gehen die Farben in eines über. Und das ist das, was ich bei meinen Streams am Anfang immer so bedauere. Ich kann niemandem sagen, dass er am Schluss das dann gut aussieht.
Ich muss nur darauf hoffen, dass ihr die Zeit habt und die Lust habt, aufzuwenden, bis das halt dann cool aussieht. Wir haben jetzt noch kein Drybrush gemacht. Das kommt jetzt noch. Aber am Anfang wirkt es immer comic-mäßig. Matthias, ich glaube, wir schauen zu viel deine Videos. Unsere Kleine summt schon ständig deine Anfangsmusik. Janina, ist doch in Ordnung. Hab damit überhaupt kein Problem. Die Washes brauchen immer eine Zeit, bis sie trocknen. Vor- und Nachteil. Vorteil ist, ich kann jederzeit noch rangehen und zu intensive Bereiche mit dem Wettex blocken und eben raussaugen. Nachteil ist aber auch, dass man gerne mal irgendwo eine Stelle vergisst, anfängt zu malen, dann mit dem Föhn rangeht und dann hat man auf einmal diese Fäden. Man muss die Farben mit der Zeit ein bisschen kennenlernen, dann weiß man, was man ihnen zumuten kann und was nicht. Gut, unser Hauptfarbton war an und für sich ein grün-türkis-braunton. Was natürlich jetzt eigentlich ein schwieriges Farbkonzept ist, weil es gibt keine Basisfarbe, die all diese Farben abdeckt. Aber was ich natürlich versuchen kann, ist jetzt eine Drybrush-Farbe mir anzurühren, die in gewisser Weise all diese Farben ein bisschen beinhaltet. So, ganz wenig weiße Farbe hier raus. Verwischen denn deine Acrylfarben beim Waschen? Nein, das nicht. Mit einer guten Basis passiert dir das nicht. Also wenn du eine gute Grundierung hast. So. Okay, ich nehme ein bisschen was von Grün. Und ein bisschen was von Braun. Und misch mir, ja, da sind wir, glaube ich, genau dort, wo ich hin möchte. Eben kein Weiß. Bitte geht mir auf gar keinen Fall mit der Original-Weiß- oder Schwarzfarbe über euer Objekt drüber. Das sieht nicht gut aus. Das ist wie, als würdet ihr einen Menschen malen und ihr malt ihm weiße Augäpfel. Gibt's nicht. Da ist immer Rot drinnen, da ist immer Lila drinnen, Blautöne sind drinnen, das ganz viel verschiedenes Zeug. So, und jetzt brauchen wir einen Pinsel, den ich gerade nicht finde. Am besten klaut ihr euch einfach, falls ihr eine Frau habt oder so, einen Make-up-Pinsel. Oder ihr geht morgen einfach in Douglas oder so und besorgt euch einfach so einen kleinen Make-up-Brush. Okay, hier habe ich den. Wo habe ich denn die hingetan? Gebt mir eine Sekunde, Leute. Wäre mir wichtig, wenn ich diesen Pinsel jetzt finde. Es gibt nämlich einen sehr, sehr feinporigen oder feinhaarigen. Sagt man feinhaarig? Oh mein Gott, er ist feinhaarig. Einen feinhaarigen Pinsel. Tja. Geil. Alles vorbereitet, nur meinen Drybrush-Pinsel wieder nicht. Ich habe nämlich diesen hier. Nur in klein. Also da dazwischen drin, mittel. So, was schreibt Mama? 3:1. Eine Minute nach Anpfiff. Was? Ah, hier liegt er. Ich habe ihn gefunden. Ich habe meinen Pinsel schon gefunden. Das ist meiner. Mein Lieblings-Drybrush-Pinsel. Und dann brauchen wir jetzt ein Papier. Wichtig, Papyrus. Ganz wenig auf dem Pinsel drauf. Und jetzt von oben nach unten. Siggi, was ist los mit dir? Moment, Siggi, ich lobe dich gleich. Ich muss das Drybrush hier noch durchbekommen. Ah, ist fast
too much gewesen, das Drybrush. Fast. Aber so kriege ich. Aber ich bin halt auch dieser dreckige Typ. Sigi, für das nächste Gewinnspiel oder andere schöne Projekte mit dir. Danke dir. Für viele Maler Schmink 3700, was? 73.200? Zwei Primer Grüße ergiebig. Okay. Wir haben bei diesem Ding jetzt hier in keinster Weise Details ausgearbeitet. Es gibt hier hinten kleine Ohrringe. Es gibt Augen zum Malen noch. Es gibt nochmal Zähne zum Nacharbeiten, die absolut nicht nachgearbeitet sind. Aber die kann ich jetzt noch schnell machen. Es gibt echt noch viel Zeug. Aber ich hoffe, dass ihr heute nach Hause geht. Achso, ihr seid wahrscheinlich alle zu Hause. Und sagt, okay, ich traue mich darüber. Ich traue mich über dieses Projekt. Ich werde, so wie der Schweighofer hier zeigt, in verschiedenen Arbeitsschritten mein Häschen versuchen zu malen. Ich habe euch heute meine Techniken gezeigt. Welche Farbe ihr am Schluss nehmt, wie das Ganze bei euch dann aussieht, liegt ganz an euch. Ob ihr mit diesen Techniken arbeitet oder ob ihr von schwarz ins helle das Ganze airbrushed oder drybrushed, ganz eure Sache. Ihr könnt verschiedenste Lichtkanten noch einbauen, Schatten setzen, Muster hier reinmachen. Schaut, es ist theoretisch gesehen ziemlich einfach. Mit mehreren kleinen X. Hier einfach alles ein bisschen mit Details auszuarbeiten. Im Idealfall macht ihr das vor dem Drybrushen und vor dem Waschen. Aber wenn ihr die Geduld habt, könnt ihr ein Karo draufmalen. Und auf einmal habt ihr hier so ein Muster. Oder ihr zieht hier unten Linien rein und sagt, okay, der ganze Stoff hier hat eine Goldlinie zum Beispiel hier rüber. Alles machbar. Warum auch nicht? So könnt ihr Details einarbeiten. Oder hier, lasst ein Karo reinmalen. Kann gut aussehen. Muss nicht. Ich möchte euch nur zeigen, das kann ein Schotte werden. Warum auch nicht? Ich mag sowas. Ich nichts verstehen. Da mache ich mit, Sigi. Alter, wie geil seid ihr? Da wird man wieder so komisch angesehen, wenn man bei Pippa in der Make-up-Abteilung Material sucht. Schamgefühl kenne ich keins. Ich sag nur, nichts zu verstehen, hat 25 Euro in den Pott geworfen, gleich wieder Sigi. Und wir haben jetzt hier einfach mal, na komm, Fokus. Hasenfokus bitte. Ich kriege keine Eier, jetzt kriegen wir ihn langsam zusammen. Schönes Häschen, oder? Ich würde ja sagen. Annika! Schön, dass du eine kleine Bastlerin geworden bist. Du hast jetzt einen blauen Schraubenzieher. Sei froh. Happy little accidents, auf jeden Fall. Mensch, Leute, im Hintergrund, ihr könnt überall was machen. Ihr müsst nur bitte, wenn ihr bei diesem Wettbewerb mitmacht und die Figur bemalt, das heißt, druckt sie, bemalt sie, macht Fotos davon und am besten von mehreren Seiten. Schickt uns 3-4 Fotos von Details. Zeigt einfach, gebt ein bisschen an. Bringt nichts, wenn ihr so ein geiles Foto habt, aber hinten auch noch mega bemalt habt. Wir würden gerne ein bisschen was sehen, was ihr so gemacht habt. Schickt uns keine Videos. Einfach nur ein Foto machen. 2-3 Fotos und schicken. Und zwar entweder im Discord. Im Discord gibt es einen eigenen Bereich. Oder bei mir auf Facebook gibt es einen Bereich. Alles gut. Bei mir in Facebook gibt es einen Bereich, der euch ebenfalls zeigt, wo man die Sachen, also da könnt ihr auch alles reinposten. So. Wie ich die Hände montiere, keine Ahnung. Wie ich den Stab mache, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich mit ähnlichen Techniken. Machen wir nochmal einen Stream zu dem Hasen? I don't know. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das hier gefallen hat. Überhaupt gefallen würdet mir ihr machen, wenn ihr hier nochmal liken würdet. Ich habe mich oben wohl in
Was? Ich habe mich oben. Ich habe mich, obwohl ich ihn gedruckt habe, entschieden, dass ich ihn nicht bemalen werde. Auch das ist okay. Ganz im Ernst, kannst du halt schwer bei einem Malstream, also bei einem Malwettbewerb mitmachen. Die genaue Anleitung findet ihr im Discord zu unserem Gewinnspiel, wann es nochmal endet. Aber es wird definitiv am Samstag enden, und zwar um 18 Uhr. Bis dorthin ist Einsendeschluss. Bitte schickt uns keine Entstehungsprozesse von euren Hasen, sondern nur fertige Bilder. Würde uns das viel erleichtern, weil Kiki, Micha und ich müssen uns ja die ganzen Teile noch raussuchen, müssen uns Ordner schaffen, dass wir sie hier dann am Sonntag mit euch prämieren können. Am Sonntag wird auf jeden Fall der oder die Gewinnerin gezogen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Dem Willi hat der Stream klasse gefallen, das freut mich. Wenn du den fertig machst, würde ich mich freuen, deine Version auch zu sehen. Ich glaube, das wird ein Ding, was ich fertig machen werde. In diesem Sinne, Kiki, vielen Dank, dass du uns heute mit Rat und Tat und vielen Links zur Seite gestanden bist. Micha, vielen Dank für den coolen Hasen. Und Leute, haut rein. Malt. Ist nicht so schwierig. Was haben wir jetzt über 2 Stunden? 2 Stunden und 6 Minuten. Und haben schon ordentlich was hinbekommen. Ganz im Ernst, 2 Abende, 3 Abende. Und dann ist eh schon Samstag. Und dann müsst ihr nur noch abfotografieren. Und dann habt ihr so ein Ding, das könnt ihr euch bei euch am Schreibtisch stellen und sagen, geil, habe ich gemacht. Und genau um das geht's. Wir sehen uns diese Woche noch sehr oft. Ich versprochen es jetzt habe. Das war kein deutscher Satz, aber ich gehe mal davon aus, Freitag, der Samstag, der Sonntag, das werden Streaming-Abende. Wir versuchen die Zeit zu nutzen, wo Kiki noch nicht im Krankenhaus liegt und operiert wird, gutes Streaming-Content-Zeug hier zu machen. Es geht ein bisschen um Elektronik in naher Zukunft, um Robotik in naher Zukunft. Ich darf endlich zeigen, was ich hier die ganze Zeit schon gedruckt habe, was ich noch niemandem gezeigt habe. Es wird eine spannende Woche. Kanal abonnieren, hier liken. Peace, Love and 3D-Druck. Schweig Ober. Danke fürs Zusehen. End out.